und herzlich willkommen zurück zu Black Forest Booker, eurem Kanal für RFID Home Games. Oh, mein Handy läuft gerade hier, muss ich gerade mal kurz leise stellen. Staffel 3, Episode 1, es ist soweit, endlich. Nach unserer Sommerpause sind wir zurück. Nach diversen Versuchen, einen Stream auf die Beine zu stellen, sind wir zurück. Wir haben versucht, alles neu zu machen. Wir sind gescheitert, wir hatten Probleme, aber wir haben es geschafft. Wir hatten vorletzte Woche das Staffelfinale unserer Staffel 2 und haben jetzt alles umgebaut, alles neu aufgemodelt, eingemodelt und heißen euch willkommen auf Twitch jetzt live zum Zugucken oder auf YouTube zum Replay. Viel Spaß damit. Es gibt viel zu erzählen, es gibt neue Dinge, es gibt neue Optik. Der Stream sieht anders aus, ich sehe anders aus, ein bisschen zumindest. Die Spieler sitzen schon bereit. Ich muss dahin zeigen. Genau, man sieht's schon. Und ich würde sagen, wie immer, ich schalte sofort um auf die Action und den Rest kann ich euch dann einfach noch erzählen, wenn es soweit ist. Los geht's! Okay, da komme ich gerade rechtzeitig hier für die nächste Hand und die hat es in sich, so wie ich das hier sehe. Wir haben hier Möter, der geraced hat. Buttigol mit der 3-Bett und Vize mit der 4-Bett. Oh. Okay, Mütter verabschiedet sich. Und Buttigol hat jetzt hier die Entscheidung. Gehen wir mal in den richtigen Kameramodus, dann sehen wir die Spieler auch live in Action. So, endlich funktioniert wieder alles. Sehr gut. Freue ich mich, dass es jetzt funktioniert. Und da starten wir auch direkt mit einer guten Hand. All in und call. Alternativlose Vize. Ach komm! Also da kommt er nicht raus, der Vieh, da kann er nichts machen. Die Hand spielt sich von allein. Aces und Kings schon gerauscht. Und jedes Mal voll die Bombe. Ja, einmal kommt es gut. Okay, one time! One time. Aces und Kings jemals wahrscheinlich. Oh, ja, ein Kreuz haben wir. Aber Sieben sind immer viel drin. Ja, bringt aber nichts. Nein, ich hatte es. Oh, da kommt. Nein! Ja, alles klar, die Hand ist gelaufen. Okay, würde ich auch sagen. Oh. Oh. Ja. Nice Hand hier für Buddy Goal. Er zieht den nächsten großen Pot. Ja, also für die von euch, die den Anfang schon gesehen haben, Buddy Goal hatte schon ein fettes Full House gegen Flush hier vom Pharao. Jetzt den Pot gegen Vize, also der ist im Plus in der Session. Wir haben gerade die Stats wieder zurückgesetzt auf 0. Das heißt, das ist jetzt quasi unsere erste Hand der Season. Die gewinnt Buddy Goal. Herzlichen Glückwunsch, auch wenn schon bei Hände gespielt sind. Die Stacks sind nicht mehr bei 0 oder bei Season-Anfang. Egal, Hauptsache die Software läuft. Ich bin happy, der Stream läuft. Alles Dinge, die zuletzt nicht der Fall waren. Von daher bin ich sehr zufrieden. Danke geht nochmal raus an Matthias, der auch mittlerweile zuguckt, im Chat gerade was geschrieben hat, dass es noch geklappt hat. Bin happy. Sehr gut. Schauen wir mal, dass der Pokerabend noch was wird, auch wenn wir jetzt ziemlich Delay drin haben. Finde ich aber auch gar nicht schlimm auf der anderen Seite. 9 Uhr ist der Primetime, von daher passt das alles hervorragend. Ja. Okido, weiter geht's. Auf alle Fälle werde ich jetzt, nachdem ich gleich vorhin diesen furchtbaren Bubble Tea vom Kevin trinken durfte, musste, konnte, was auch immer, irgendein hopfenhaltiges Getränk aufmachen, um diesen Bubble-Geschmack hier aus meinem Rachen zu spülen. Ich werde mir aber jetzt nochmal hier die Hand angucken, nicht, dass ich hier noch irgendwas verpasse. Der Osimhen, da ist ein paar Millionen weg. Gerade nochmal dem Carlos nachher eine Info geben. Eine Funktion funktioniert ja jetzt nicht in der Version. Ist aber kein Problem. Dafür funktionieren unsere Chat-Funktionen an alle, die zugucken. Also wenn immer wenn Karten gemischt werden und die sogenannte Deal-Setzrunde läuft, das ist dann, wenn der letzte Gewinner angezeigt wird, der letzten Hand, ist der Chat lesbar am Tisch auf den Monitoren hinten dran. Also wenn ihr einmal schreiben wollt, könnt ihr da gerne Nachrichten am Tisch raushauen oder über die Kanalpunkte die Features nutzen, die da unten drin sind. Da kann man Emotes an den Tisch schicken und man kann auch einen Gruß an den Tisch schicken. Der war bestimmt immer noch im Hintergrund. Muss ich nur mal gucken, ob der Lautsprecher läuft. Das mache ich jetzt auch gerade. Viel schiefgelaufen. Das ist immer so. Wahrscheinlich ist es besser. Ja, aber nächstes Jahr wäre ja ablösefrei. Genau, ja. Deswegen haben sie gedacht, nächstes Jahr geht es wahrscheinlich nicht Chaos. Ja. Also mit der Taste. Das war weg. Ja, das brauchen wir jetzt nicht machen. Nur die Taste geht. Ah. Also wir können dann spielen. Homepot geht aber. Homepot. Ne? Ja, warum will ich das bestimmt nochmal spielen?
Wobei. Infiltration ist da. Namens Skin kann man auch spielen. Ja. Kann man dreifach spielen? Ja, Triple Board Bomber heißt es dann. Ja. 2,75. Ich würde dann 75, alle gewinnen, ja. 75 Eingang machen. Haben wir jetzt aber. Das ist dann halt immer noch kurioser quasi damit zu denken. Ja. Okay, ich habe es geschafft. Unser Operator ist gebrieft an der Tastatur. Ich habe ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank und kann mich endlich aufs wahre Poker kommentieren, konzentrieren. Hat sie sogar geweint. Und werde dieses Bier hier degustieren. So, offen ist es schon mal. Jetzt muss ich nur noch trinken. Zum Wohl an alle da draußen. Zum Wohl an mich. Habe ich mir verdient heute. Sage ich jetzt einfach mal so. Grüßerchen. Ah, genau, jetzt ist gerade hier die Dealensetzrunde. Das heißt, man kann jetzt Nachrichten an den Tisch schicken. Mache ich auch direkt mal. Schicke ich gerade mal Nice Hand raus. Zum Wohl. Jedes Mal, wenn ihr neu hier hochkommt, sind eure Ärsche fett. An deiner fette Leber. Hier sitzen immer die Fetten in der Reihe. Oh ja. Oh ja. Also das Kaltgetränk hilft mir enorm weiter. Aber ich sitze oft. Ich bin mal gespannt, ob jetzt alles funktioniert und ob vor allem die Stats nachher funktionieren. Das ist ja für mich entscheidend. Wir wollen ja eigentlich immer sehen, wie der Verlauf von den Spielern ist, wer viele Hände spielt, wer viele raced, wer wenig spielt, aber das wird garantiert funktionieren. Schauen wir mal. Weiter geht's. Einmal gelb, 20 Gold. Einmal schon bloß, macht er gleich noch Straight. Fold. Mütter, 75. Hast du noch was? Vier Spieler. Ne, fünf sogar. Fünf. Bitte nichts Falsches sagen. Das ist nicht da ist die, Settler-Check, die da moderiert. Die mit Dick. Nee, die Votora. Votora, ja. Die darf irgendwie auch alles moderieren mittlerweile. Barrio. Und den Händler. Check. Ja, ja. Ich denke immer, sie hat keine Check. Hände. Okay. War das ein Check? Komisch aus. Hä? War das ein Check? Sorry. Okay. Ja, ja. Das sind noch ein paar Jahre, bis sie halt irgendwie so wirft. So, in der Hand ist jetzt ein Haufen Kleingemüse unterwegs, so wie es aussieht. Und irgendwie so recht keiner connected hier mit dem Board. Toller, ja, vom Bogen. Ah, stimmt. Spielt er noch ein Board? Was er klar bringt. Aber ich nicht mehr zusammen. Mit dem Glatzkopf? Sind Sie denn mit seinem? Nee, mit Mord Blazer, ich nichts mehr. Ah, das ist doch so ein Halbplatz. Kevin, vom River komme ich zurück zum Turner, ne? Mit Problemen, ich glaube, ja. Weil es jetzt hängen geblieben ist. Ich habe es nochmal gedrückt, das hat es noch immer gesprungen. Das ist der Portrait. Nee. Perfekt. Okay, also Cash and Bar hat wieder Probleme mit der Tastatur, aber er schafft es wohl offensichtlich. Ja, da mache ich jetzt nichts. Ich habe erst einen Tick gespielt. Ich schwitze jetzt immer noch im Sommer bei 35 Grad, ja, aber... Er hat alles gecheckt. Check und Säbel macht auch noch ein Wechsel-T-Shirt. So, jetzt stimmt die Setzreihenfolge wieder. Säbel nutzt die Gelegenheit. Keiner hat bisher Interesse gezeigt an dem Pot und spielt hier an. Ein 10, Drittel Pot. Pharao hier mit dem Ass und mit einer Chance auf Straße. Pharao auch gerade in der Software-Update-Phase einen großen Topf gewonnen, deswegen hat er hier auch genug Chips, um zu spielen. Da wurde kurz mal ein Double-Bomb-Pot gespielt für alle Poker-Interessierten. Die wissen natürlich, was das ist. Den hat der Pharao gezogen und hier einen schönen Stack aufgebaut dadurch. 1,10 Euro? Ja. Ja, wird schon schlechter. Ist das exactly. Das hält schon die Zeit. Ja, foldet hier. Hat er eigentlich super Odds gekriegt hier für seinen Open Ender. So, zwei Spieler. Der River bringt den Jungen per das Board. Könnte das Seppi hier noch eine schöne Bett auspackt. Natürlich ideale Karte hier nochmal eine saftige Wette auszupacken. Und es sieht auch saftig aus, was der Seppi hier macht. Ja, dafür ist er bekannt, der Seppi. Der fackelt da nicht lang. Und gewinnt hier den Pot. Schöne Bett. Nice Hand, Seppi. Macht er gut. Nice Hand. So spielt man. Nice Hand. Sehr gut.
zweimal in der Hand gewesen, dass es hängen geblieben ist und ich schon quasi weitergedrückt habe. Und das ist stockt dann, ne? Okay, ich würde mal vorschlagen, im eigentlichen Rhythmus machen wir es ja so, dass wir unsere Stats Break immer auf Seed 1 machen, wenn der Button da ist. Das machen wir jetzt auch, dass wir mal initial anfangen mit den Stats. Ich werde es dem Kardos gleich nochmal sagen. Vorher gehe ich aber zum Kevin Mitbringsel Part 2 über. Der hat mir nämlich nicht nur dieses furchtbare Getränk, das ich vorhin fast ins Klo erbrochen hätte. Bubbles, ganz unangenehm. Sind wir jetzt schon bei den Stats? Nein, sind wir noch nicht. Nein. Dealen steht da. Dealen. 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 Nochmal Dealen. Dealen. Ich weiß gar nicht, wo es losgeht. Dealen. Nochmal Dealen. Bei dir, gell? Dealen. Kann das sein? Was? Okay, also zurück zum Kevin. Kevin hat mir das hier noch mitgebracht. Was auch immer das ist. Ich bin gespannt. Auf der Rückseite stehen komische Sachen, sowas wie als Beschreibung hier, geröstete Saubohnen mit Guai-Wei-Gewürz. Scheint wohl ein Snack aus dem Asialaden zu sein. Den werde ich jetzt mal parallel hier aufmachen, wie er Hand läuft und dann nach der nächsten Hand hier live degustieren. Dann bin ich mal gespannt, ob mich das voranbringt. Wenn nicht, bringe ich es an den Tisch und dann muss der Kevin das Essen live, während ich daneben stehe. Pharao! Okay, also das ist wohl innen drin nochmal in kleinere Einheiten verpackt. Das heißt, jetzt wo ich es aufgerissen habe, riecht es auch gar nicht. Ja, da sind nochmal so kleine Snacktüten drin. Macht das nix. Und während hier noch irgendwie noch so eine aufgeklebtes Etikett mit deutschen Beschreibungen steht, ist auf dem hier nur noch asiatisch alles drauf. Also ich bin gespannt. Fühlt sich aber snackig an. Ich bin mehr als gespannt. So, die Hand gucken wir uns aber noch an, haben wir gesagt. Kevin gegen Pharao, Kevin hier mit der 3-Bet-Preflop und beide Spieler treffen hier. Gespannt, wie die Hand sich weiterspielt. Pharao checkt. Kevin mit der kleinen Conti-Bet, 1,30. Ja, finde ich auch gut. Das heißt, der Pharao hier auch gern spekulativ weiterspielt. Turn ist noch ein Ass in Kreuz. Das ist natürlich eine interessante Karte. Pharao donkt hier rein. 2,20, Drittel Pot. Was macht Alena heute? Ich glaube nicht, dass Kevin hier nur callen wird. Ich glaube, der wird die Lage hier reinbringen. Aber was weiß ich? Ich habe mich schon oft geirrt mit meinen Vermutungen. Kevin called. Irgendwann. Der River blankt hier mit der Queen. Queen of Hearts. 3,25. Sehr gut, mit Ansage. Immer gut für den Dealer. Ich glaube, mit Bier geht es doch besser. Man hat das Gefühl. Ja, und jetzt kommt das Raise hier von Kevin. Ganz kleines Raise hier, quasi Min-Raise. Wird der Pharao wahrscheinlich sogar nachbezahlen, weil der Pot so groß ist. Ja, macht er hier auch. Nice Hand hier von Kevin. Hat er gut gespielt. Maximum Value rausgezogen. Nice Hand, Kevin. Nice Hand. Gut gespielt. Jetzt und nicht im Video. Also Kevin zieht den Pot hier und wir schauen uns die Stats an. Also. Kurzer Stats-Break. Wir haben ja
Die Stats zurückgesetzt, jetzt vor drei Händen, von daher ist noch nicht allzu viel passiert. Aber ganz kurz Überblick, Batigone ist 17 im Plus und Vize schon 3 Lagen im Minus. VPIP und PFR ist natürlich alles noch nicht aussagekräftig, auch die Winrate, deswegen lassen wir das jetzt an der Stelle stehen. Einfach unkommentiert, es geht nur darum, einfach zu sehen, wer ist im Plus, wer ist im Minus in der Session. Nach einem Orbit werden wir dann wieder reingucken. Weiter geht's. Dealen heißt. So. Nicht saufen, dealen. Du musst deinen Stack zählen, Matthias. Steht da. Ja. Aber nur du diesmal. 9, 8, 50. So, wo bist du denn? Das verfolgt dich heute Nacht. Genau. Du machst immer noch. Nein, ich will nicht mehr. 10,95, 11,80. Schreib einfach irgendwas, Carlos. Fischi, 50. Vote. Möchte. Meine Frau dann so, ja, Matthias. 50 oder mehr. Du bist daheim. Du musst kein Steak mehr zahlen. Okay, die nächste Hand hat auch wieder ein paar gute Starthände dabei. Interessant. Patrick genau. Natürlich wieder ganz vorne. Wir laufen heute Karten rein. Leck um Mio. Wir haben Straddle und Doppelstraddle hier, von hinten mit Sebel. Pharao natürlich dabei und Mötor in alter Tradition. Ich habe ihm ja eingetrichtert, er soll aggressiv spielen, das macht er hier auch am Button. Raised hier auf 2,25 und gucken wir mal, ob der Buttigol hier eine 3-Bet auspackt. Wie viele Cosplayer so da? Wäre eigentlich Pflicht. Ja, und Kids gehen mit. Gucken wir mal, ob er die Stack Sizes so ein bisschen im Blick hat. Mütter hat ja nichts mehr hinten dran in Relation. Normalerweise Erwachsene, glaube ich. Ah, das ist eine kleine 3-Bet. Kinder 8 Euro. 6,30. 6,30? Für die Visa wäre das bestimmt auch gut. Ob man Hitman damit anlocken kann, hier mit dem Race. All in. Okay. 10,60. Mit Lisa fährst du lieber einmal nach Essen. Ja, kann er. Hitman all in. Okay. Ah, ja interessanter die Move. Messe mit drin und den ganzen Kost und aber auch die ganze Fantasy. Also ja, Seppel kurz überlegt, ob er hier auch noch mitspielen soll, aber besinnt sich eines Besseren. Der Rest ist schlau genug und jetzt Mötor, der kriegt natürlich super Odds hier mit seiner Hand. Suited würde ich auf alle Fälle callen. Offsuit, gute Frage. Kann man das wahrscheinlich auch folden. Buttigold eher auf der tighteren Seite unterwegs, wenn der schon mal Preflop 3 bettet. Wenn danach noch auf die 3-Bet dann hier der Push kommt von Hitman, sehe ich da King Jack eher eigentlich im Mack. Kommst aus allen Herren Ländern. Eigentlich auch einen klaren Fold. Also ist cool, du machst dann auf einmal Teezeremonien auf Südkoreanisch und so. Ja, hält sich noch kurz fest an den Karten, findet aber den Fold und Buttigold natürlich mit dem Snap Call. Und ist hier klarer Favorit. Also Asse habe ich nicht. Ich hab Kevin seine Hand. Ace Jack gegen Ace King, aber immerhin 28% hat der Hitman, von daher gewonnen ist die Hand noch nicht für ein Buddy Goal. Ist immer so Ende Oktober. Können wir zweimal, oder? Ja. Können wir zweimal. Ja, also zweimal wird gespielt, run it twice. Schauen wir mal, ob der Carlos das hinkriegt. Ja, umgeschaltet hat er schon mal. Achso, ist gut. Kreuz. Erster Durchlauf, Kreuz ist gut für den Hitman. Nicht fast nicht besser. Mhm. Was ist denn? Scheiße. Kriegst du doch. Ah, war das Kreuz 2? Nee, die 8 ist gut. Dann soll doch mal einmal spielen. Andersrum musst du knicken. Jetzt ist einmal, gell? Nee, ich meine, weil sie zeigt mir die Karte. So, jetzt hat nur natürlich unser Dida-Tentakel wieder Probleme, hier den Flop einzulesen. Und vielleicht sollte er die Karten einfach mal großzügig untereinander tauschen, anstatt die da immer so Millimeter hin und her zu schieben. Ja, Kevin wird auch schon langsam nervös und will schon eingreifen. Ja, es bringt halt nichts, wenn er die nur immer so einen halben Millimeter hin und her bewegt. Da muss man schon mal ein bisschen mehr Aktionen machen und mal rechts, links. Genau, was der Kevin da auch macht. Nee, das haben wir geblockt. Diese kann man nicht mehr lesen. Jetzt? Auf der vierten Position. Ja. Ja, jetzt ist die Karte da eingelesen. Wir gucken gleich noch, was jetzt passiert. Ob es jetzt weitergeht.
Weißt du? Hä, wieso nimmst du das jetzt? Kannst du nicht nochmal zurück? Auf dem Pad? Nee. Ja, es wäre ja auch eine Möglichkeit, jetzt einfach die anderen Karten schon mal hinzulegen und dann einfach die 8 auf den Turn zu readen, wenn die da funktioniert. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Finde ich aber interessant, wie man in so einer Stresssituation reagiert. Und da fällt mir immer wieder ein, ich brauche eigentlich ein Mikrofon, dass ich durchsagen kann, wie es weitergeht. Kevin hat es jetzt endlich gecheckt, dass er die Karten so hinlegt. Und, oh Wunder, die 10 wird an der Stelle gelesen. Also, Hitman immer noch mit seinem Flushdraw und dem Jack. Oh, Ace of Spades. Also, erster Runout geht an Buddy Goal. Immer gut, wenn man das erste Mal gewinnt. Das war jetzt vergoldet, ja. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Zweiter Runout. Ja. Dame 7. Die 6. Jetzt hilft nur noch der Junge. Und kommt nichts. Also der Stack, der Pot geht an Buddy Gold erneut. Ja, kann man schon zweimal. Der große Gewinner bisher. Jetzt steht der Boxkampf da. Nice hier, der Buddy Gold. Macht er gut. Das haben sie wahrscheinlich auch gebaut, ne? Sehr gut, in eineinhalb Stunden. Er gewinnt hier eine Hand nach der anderen, aber der hat auch nur Premiums. Also Kings hat er hier gehabt, der hat Asse gehabt, der hat Ace King gehabt, also Buddy Gold hat einfach alles. Ja, so oder so, gibt mir auf alle Fälle die Gelegenheit, während die hier den Rebuy einbuchen und während die hier hiffeln. Schwerster Ball, Max sagt, der hiffelt, wenn er viele Chips gewonnen hat und aufstapelt. Er wird jetzt mal den tollen Snack hier vom Kevin degustieren, habe ich ja gesagt. Die chinesischen Saubohnen, die gerösteten. So, reiß mal das mal auf. Oh. Das riecht. Boah, nach was riecht denn das, Alter? Oh, das riecht ja furchtbar. Wieso bringt der Kevin mir immer so eine Scheiße mit? Also, 18. Entschuldigung für diese deftigen, aber doch treffenden Worte. Frittierte Saubohnen in irgendeinem Mantel, also quasi Nicknacks des Asiaten. So, Müllturkarten einlassen, Batikou, Fischi. Alles erledigt, danke. Gegen unser Mailand spiele ich heute auch nicht genug. Karao. 25 Ebenball, Schnitzel, gut. Hätte Inter doch gespielt eigentlich, oder spielt sie? Morgen. Morgen, Kriege. Scharf ist auch noch. Ja, cool, was war's. Bierartiges dran, Chiliartiges. Oh, die haben Spice. Hey, war Juve heute nur schon mal gut. Die haben Spice. Schlecht. Mhm. Boah, ich schalte mal ganz während ich hier noch eine S auf das Pokergame um. Es geht nur über Inter. Ich spiele immer noch Checo. In der nächsten Hand scheinen schon wieder mal gute Karten im Umlauf zu sein. Hitman, nachdem er gerade gereloadet hat, direkt hier mit einer guten Starthand. Race auf 1,50 und kriegt zwei Caller. Und Fischi bleiben am Start. Das Board kommt runter. Oh, Dame hoch, interessant. Interessant. Hitman. Boah. Und Fischi hier beide mit Straßenmöglichkeiten. Hitman hier mit Top Pair. Cool. Ja, setzt hier Dreiviertel Pot, finde ich eine gute Größe. Pharao. Ja, hat ja drei Spieler weiter. In Position auf alle Fälle ein Call. Fischi sowieso. Wieder dabei. Ja, baut sich schon, baut sich schon der nächste Pot auf. Die 8 kommen für die Straße. All in. Jetzt ist Buddy Gold drawing dead und geht all in. Das ist natürlich ein krasser Move. Bei einer Kreuz 8 wäre der Pharao bestimmt mitgegangen. Ja, Darmstadt hat immer ein unentschieden gespielt. Hast du schon? Oh, rechts Fischi, schon schwer am Atmen. So sehen echte Nuts aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Fischi rechts. Ja, die Augen nochmal zusammengezwackelt. Da versucht er ruhig zu bleiben, aber es gelingt ihm nicht. Da ist der Puls schon bei 358. Mindestens. Mindestens. Ab, oder? Zeit, wie es aussieht. Ja. Natürlich ist Grab, wenn man die Nuts hat und der vor allem überlegt so lang. Krass. Aber ist der 2 war gut, ey. Ja.
Das war ja das Spiel nach 0-2, gell? Naja, ich total neue Scheiße. Dann immer geguckt, dann hat er nur geschrieben, oh geil, 5-2, ich so, was? Ja. Das war ja das Spiel gegen Feeling, wo ich eigentlich gemeint habe, dass man hier. Ja, eben. Ach so. Wie jetzt? Ja, ich hab's ja gar nicht gecheckt, wann das genau ist. Ja, die haben auch mal einen. Wo spät ist es? Irgendwas im Februar, irgendwas, ja. Kann es halt sein, das Rückspiel, ja, im Ding halt. Ja, aber das ist ja nichts. Ja, dann nimmt sich hier richtig Zeit davor. Ach so, ja, das war ich jetzt halt. Ist halt ein Freund der Chancen. Ich glaube, nächstes Jahr kriegen wir es auch nicht mehr. So Straßendraws jucken den ungemein. Er foltet da wahnsinnig ungern. Das ist schwierig. Guck halt auch, dass, wenn die erste spielt, dass es vielleicht auch Und vor allem die Größe des Pots, die gefällt ihm einfach. So, spiele, aber er findet den Fold und Fischi natürlich. Insta, Snapcall. Split. Wie es aussieht. Den Checker. Boah. Ja, ist also absehbar, dass alle schlechte Nachrichten hier für Hitman. Ich dachte ja, dass es beide haben. Ja, das selbe ins ganz locker zur Kenntnis und gähnt sich ein. Bringt das Board noch die 6 in Kreuz. Ja, logischerweise Drawing Dead, keine Veränderung mehr. Da ist die Lage weg vom Hitman. Wobei nicht ganz. Fischi hat er weniger gehabt. Aber frisch eingekauft hier der Hitman und muss hier gleich einen riesen Pot abschenken. Am Fischi. Also leicht überspielt hier die Hand, würde ich sagen. Leicht überspielt. Nice Hand hier von Fischi. Großer Pot. Ich nutze die Gelegenheit und esse jetzt mal die zweite von diesen Nüssen. Weil mit so einer Einzelnuss kann man ja nicht sagen, dass das hier tatsächlich aussagekräftig ist. Und auch die? Habe ich doch gesehen, dass das nicht in der 5 sind. Auch die schmeckt wirklich furchtbar. Kann das nur bestätigen. Kennt ihr das? Wie heißen diese asiatischen Gewürzmischungen, diese Five Spices Gewürzmischung, diese China-Gewürz da? Hier gibt es doch diese kleinen Dosen von Ostmann oder wie das heißt, da die im Gewürzregal. Wenn sowas 3 Jahre nach dem Ablaufdatum noch im Gewürzregal steht, jeden Tag in der Sonne, dass es so schön ausbleicht, so riecht und so schmeckt es, das Ganze nur versetzt mit irgendwie Chili, Ingwer, irgendwas. Schmeckt so ein bisschen nach, was ist denn das? Ist das Kardamom? Ich weiß gar nicht, was ist denn da drin? Sind leider nur chinesische Schriftzeichen. Also. Ich werde das jetzt gleich mal an den Tisch bringen und dann kann der Kevin das mal probieren. Immerhin hat er es mir mitgebracht. Dann gucken wir mal, was der dazu sagt. Saubohnen testen. Oh, mega. Saubohnen. Oh, die riechen aber... Hä? Genau so riechen die, ja? Schmeckt nach Pipi. Jetzt hast du gerade die Schale. Gratulation. Boah, voll geil. Ah, jetzt kommt's, ja. Jetzt kommt's langsam. Ah, jetzt kommt's. Das dauert noch einmal. Ja, noch 5 Sekunden, dann kommt's. Ne? Ja. Oh Gott, Leute. Ich hab auch was. Lecker. Will noch Fischi einlesen? Nee, nee. Pizza einlesen, ja. Alles doch. Alles gut. Du scheiß mein Getränk ist leer. Nein. Wie unglücklich. Du bist doch dran. Okay, voll. Straddle. Was ist das? Saubohnen. Bitte, falls. Was ist das? Okay, Kevin habe ich versorgt mit der asiatischen Saubohne, habt ihr gesehen. Und prompt kommt er auch schon raus, um seinen Rachen auszuspülen. Es scheint ein wahrer Hochgenuss gewesen zu sein. Ein Traum. Also kann ich jedem nur empfehlen, dieses Produkt in eurem örtlichen Asia-Markt zu kaufen. Was auch immer es heißt. Es hat auch nur hier 2 von 5 Sternen. Das sagt doch alles. Ein Produkt, was 5 Sterne aufgedruckt hat und nur selber nur 2 von 5 Sternen vergibt. Das sagt alles. Das sagt alles. Ein Traum. Achso, Kevin sagt gerade vom Kühlschrank aus, das wäre der Schärfe gerade. Ich glaube, es geht um die Qualität und den Geschmack. Ich glaube, die bewerten sich einfach selber mit 2 von 5. Also, 2 von 5.
Ja, also, nice. Nice. So oder so, wir gucken die nächste Hand an. Weiterhin. Ja, in der Hand ist, glaube ich, auch nicht so viel geboten. Auch wenn der Hitman schon wieder involviert ist in den nächsten Pot. Der ist wahrscheinlich jetzt, dadurch, dass er im Brand ist, auch ein bisschen angefressen und will hier direkt wieder zurückgewinnen. Ja, Pharao hier aber mit der Bet am River und Hitman folded. Ja, dafür ist der Pharao bekannt, dass er hier aggressiv spielt und gern auch mal in Gegner reinsetzt und zieht hier den nächsten Pot. Ja, also ich bin jetzt erstmal zufrieden, dass der Stream läuft. Mal als kurzes Zwischenfazit nach, ich weiß es gar nicht, wie lange sind wir schon am Stream, seit knapp 2 Stunden. Dass die Software läuft, dass wir hier unser Pokerspiel laufen haben. Wahrscheinlich so nach 2-3 Orbits haben wir auch Stats, die aussagekräftig sind. Läuft auf alle Fälle gut, ich glaube der Sound passt heute auch. Bildqualität passt. Ich bin zufrieden, ich habe es schon mal gesagt, aber ich will es nochmal explizit erwähnen. Das sagt nur Donald Trump. Nee, kein Straddle. Ich will die Software nicht überstrapazieren. Ja, und Kevin ist jetzt auf alle Fälle auf Betriebstemperatur nach der Spicy Saubohne. Ah, jetzt muss er reiben, dann geht's. Geröstete Saubohne mit Guai-Weih-Gewürz. Die Reader und Tablet neu starten vielleicht. Ist ja unfassbar. Alles schon gemacht. Also wirklich furchtbares Zeug. Da kommt gerade der Vize hier an den Pokertisch. Möchtest du was zu knabbern, Jörg? Ja, aber nicht das. Nicht das. Schade. Hart, Kollege. Weiß. Prost. Echt hart, Kollege. Okay, nächste Hand. Fischi hier mit dem Race. Mütter mit der 3-Bet. Und Hitman, offensichtlich immer noch im Brandmodus. Direkt mit dem Insta-Call. Die 3-Bet. Wann gehen Boxkämpfe los? 11 oder 12, ne? Ach, später. Ja. Boxkämpfe waren immer Vorbericht, Premiere 12. Und 3 ging es los. 3.02 Uhr ist keine Bälle geben. Bam, bam, fertig. Jetzt wird sie mal Fox. Ja. Oh. Oh. Aber irgendwie macht süchtig. Das Board kommt runter, 7, 5, 6. 2 Karo, ja, interessante Konstellation jetzt hier. Boah, jetzt hat er aber ekelhafter wie die Bombe. Super, super. Hast du auch Chips? Ja. Der Kiosk ist voll. Das war aber ordentlich eingekriegt. Da hat er sie kassiert. Das macht Fisch. Er überlebt. Ja, check auch. Weil wir haben was falsch gemacht beim Essen. Hier steht eigentlich drauf, was man damit machen soll. Icy. Ich glaube, wir haben das einfach. Okay, Kevin ist gerade hier. Und gibt hier, hallo Kevin, gibt hier gerade noch einen kurzen Verzehrhinweis zu diesen Saubohnen. Den werde ich aber erst nach der Hand hier publizieren. Wir gucken jetzt nämlich gerade noch an, wie die Hand sich hier spielt. Mütter hier mit der Contibet, Pot Size, stellt er direkt rein in die Lage. Der spielt aber auch aggressiv heute, der Mütter. Pharao wieder hier mit seiner Straßenoption und doch, das haben wir ja heute schon mehrfach gesehen. Wenn Pharao die Chance hat auf eine Straße oder irgendwas, dann foldet er sehr ungern. Fischi wird mit Gutshot und Call. Call. Flasche auch nicht wegwerfen, oder? Ja, Fischi wird hier am Lebtag nicht callen. Der ist schon wieder in der. Nicht callen. Nicht wohnen, pardon, kurzer Versprecher. Der ist schon wieder in der vermeintlichen Fischerstarre, so nenne ich sie mal. Guckt auch gleich, was der Gegner hat. Genau. So bei ihm richtig. Ja, hat man ja vorhin gesehen, als er die junge Zehennatz hatte. Da ist er in eine Starre verfallen, die seinesgleichen gesucht hat. Vorhin Puls 358, jetzt würde ich sagen, ist der Puls nur bei 290. Ja, im Normalbereich beim Fischi wird er aber auf alle Fälle callen. Das dritte Mal, glaube ich.
Hat aber schon zweimal kassiert. Und sie ist eine Profiboxerin. Aber. Sie war, die ich jetzt. Ja, und glaube, jetzt hat er sich auch langsam entschieden hier. Aber dachte, jetzt hat er vielleicht die Chance, wenn sie. Nein. Der Einzige, der locker ist und grinst, ist der Mütter in der Hand. Der hat schon so ein beseeltes Lächeln auf dem Gesicht. Der weiß schon, der Move war für den Arsch. Wobei er ja noch vorne ist, aber. Ja, aktuell. Ja, er weiß schon. Normal ist er da immer hinten, wenn er hier zwei Quarter kriegt. Wir schauen mal. Ja, kommen noch zwei Karten. Kann ja noch alles passieren. Mhm. So. Ja, der Dealer richtet den Pott. Gucken wir mal, ob er den Rest auch noch hinkriegt. Nach diversen Fehltritten heute. Oh, da kommt das Karo. Pharao spricht. Check. Ja, checkt. Ja. Check. Fischi auch nur mit dem Check. Interessant. Kurz die Augenbrauen verkniffen. Und jetzt perzt sich's Board. Da hat er Value verschenkt. Und jetzt wird er kein Value mehr kriegen. Fünf, ja. Mhm. Und das war's. Mütter zeigt die Hand und hat sich eigentlich schon am Flop davon verabschiedet, diese Hand zu gewinnen. Von daher ist auch keine Überraschung mehr für den Mütter, dass er hier die Hand verliert an der Stelle. Ja gut, okay. Also nochmal zurückkommend hier auf unseren Snack des Tages. Vielen Dank, Kevin, nochmal persönlich, ne, dass du das hier mitgebracht hast. Oh, ja. Der Verzehrhinweis befindet sich hier hinten auf der Verpackung und es ist so ein kleines Symbol neben diesen ganzen asiatischen Schriftzeichen. Ich muss das, glaube ich, noch vor meinem Gesicht halten. Wo ist der Fokus? Da. Ist so ein kleiner Mülleimer und so ein Männchen, dass man das da reinwerfen kann. Ich glaube, das ist der einzig wahre Soll-Verwendungszweck. Das kauft man nur zum Wegwerfen. Also, Snacks oder so? Das ist ein Einwegartikel. Ich habe vorhin gesagt, das schmeckt so wie, es gibt von Ostmann diese asiatischen China-Gewürze, diese Five Spices. Die kennst du? Fünf Gewürze. Genau. Wenn man die, aber die muss im Küchenkennsteller stehen lassen und drei Jahre nach dem Verfallsdatum musst du die rausholen und dann schmeckt es so. Ja. Und dann machst du noch Chili dazu, dann schmeckt es so. Ich bin jetzt gerade später. Wir hatten mal in meinem alten Geschäft eine Kundin, die hat mal einen Kuchen als Dankeschön gegeben oder gebacken. Der hat auch so geschmeckt. Ich glaube, die hat sich einfach im Gewürzregal vergriffen. Das hat nach so Asia-Gewürz, was abgelaufen ist, so pappig geschmeckt. Das war brutal. Da habe ich reingebissen und dann direkt diesen Kuchen wieder durch den Raum transpiriert. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hat immer zu ihrem Geburtstag einen Marmorkuchen gemacht. Und die war so starke Raucherin. Und der Marmorkuchen hat dann einfach original nach Aschenbecher geschmeckt. Oh, das ist auch gut. Das war der einzige Kuchen in diesem 20-köpfigen Team, als nicht gegessen hat. Oh, das ist auch gut. Die hat sich bestimmt gefragt, was mache ich falsch? Nee, ich glaube, das war ja definitiv bewusst. Okay, die hat sich alles da. Die so angestrengt. Okay. Gar nicht gesehen. Also Viertel vor elf. Ja. Fabius hat ein bisschen geblieben und drei. Vier Spiele. Konzentrieren soll, gell? Ja, das kann jetzt wieder an der Version liegen, dass die alte Version ein bisschen laggy ist. Die neue ist nicht laggy, dafür ist sie buggy. Ja, laggy oder buggy? Ja, genau. Das sind Dinge, die gibt's. Ja. Aber gut, Kratos hat auch noch andere Probleme heute. Ja. Ich dachte schon schlecht. Also. Genau. Gut. Das ist ein guter Ausgleich für die. Das werde ich jetzt gleich als nächstes essen. Danke, Kevin, für den Besuch. Und wir schauen uns die nächste Hand an. Pharao hat die gewonnen hier. Beziehungsweise alles haben die gerade angeguckt. Ich gucke mir das nächste Mitbringsel von Kevin an. Und der Kevin hat auch Folgendes gemacht. Der hat die Kamera hier bewegt. Ne? Also ein neues Feature in unserem Stream. Ich habe eine bewegliche Operator-Kamera. Ich habe hier so einen tollen Kameraschlitten und kann hier tolle Kamerafahrten machen. Ich kann ranzoomen. Ich kann das Raucherfenster hier einblenden. Da ist es. Und ich kann euch mal auch hier unseren Operator-PC zeigen. Hier unten ist die Stream-Übersicht auf Twitch. Hier oben ist das Live-Bild, was rausgeht. Über das obere Bild höre ich dann auch, was am Tisch abgeht. Hier ist das Mikrofon und so sitze ich hier auf dem Stuhl und äume hier so ein bisschen rum. Also eigentlich ganz cool hier mit der Kamera. Ja? So, was der Kevin mir aber noch mitgebracht hat, ist das hier. Eine Mr. Beast Feastables Peanut Butter Milk Chocolate with Peanut Butter. Wer hätte es gedacht? Peanut Butter Chocolate mit Peanut Butter.
Also sehr gut beschrieben hier von Mr. Beast. Der ist zwar, glaube ich, gerade nicht mehr korrekt und angesagt. Cancel Culture, keine Ahnung, was da gerade abgeht bei Mr. Beast. Ich werde auf alle Fälle nach diesem asiatischen Wahnsinnsereignis jetzt hier meine Geschmacksknospen mit Erdnussbutter hoffentlich wieder auf Normallevel zurückbringen. Oh ja. Muss ich mal kurz räuspern. Ändert aber nichts am leckeren Geschmack der Schokolade. Mhm. Die ist wirklich lecker. Mhm. Sehr süß, aber auch sehr Peanut Buttery. Mhm. 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 Die schmeckt, Kevin. Danke. Mhm. Hat das wieder gut gemacht. Hat das wieder gut gemacht, der Kevin. Also, weiter mit Poker. Vier Spieler. Hitman spielt hier an. Top Pair. Man kriegt hier zwei Calls. Einmal Pharao mit seinem Pocket und einmal Mütter mit seinem Middle Pair. Oh, jetzt kommt noch ein Karo. Natürlich spannende Karte hier. Ich würde dem Hitman... falsche Taste, pardon. Wird dem Hitman eigentlich schmecken. Er macht 2 Pair, aber eigentlich auch nicht schmecken. Der Frontdoor Flush, wie man so schön sagt, der kommt an. Also der Hauptdraw. Jetzt bin ich gespannt, wie die anderen beiden weiterspielen. Haben hier beide ihren Flushdraw auf am Turn. Hitman nimmt erstmal einen Schluck zur Stärkung aus dem Weizenglas. Den braucht er jetzt auch in der Hand. Das heißt Dreckschwab. Achso. So, Pharao hier mit dem Fold. Und Möter. Mit Pair. Und Flushdraw. Sechs auf sie bei 1. Ja, sie hat hier schon gewonnen, ja? Hat hier keine schlechte Equity. Und gerade kann man hier so ein Stück Schokolade essen. Mm, super, Kevin. Was? Ja? Mhm. Okay. Aber jetzt ist es wieder alles. Ja, aber nochmal teuer. Und dann haben sie während den Reparaturarbeiten habe ich nochmal reingebohrt. Ja, ist doch irgendwas. Ja, 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 ja. Und wann kommt jetzt das neue Stadion? Ja. 10 Jahre, oder? Guck doch, ich habe ein paar Insider-Infos. Erzähl mal, fühl mich an. Call. Ja, Mütter findet hier den Call. Weil die Spieler haben auch noch relativ hinten dran. Also Stacked Pot Ratio ist okay hier. Wenn er hier denkt, dass sein Flush Draw live ist. Was er überbringt. Oh, der bringt das Diamond. Bringt das. Jetzt gucken wir mal, ob Mütter hier die Value generieren kann. Wollen ist, glaube ich, die falsche Frage. Ja, aber die Oldschool-Fans wollen ja dabei. Ja, die wollen da bleiben. Ja, halt in Bezug halt auf die... Oh, lehnt sie erstmal zurück, kurz aufgerichtet. Das ist natürlich ein massives Tell hier von Mütter. Ja, wie beim Preis am Stadion, oder? Ja. Jetzt sind alle froh. Ja, nicht alle vielleicht, aber... Für den geübten Pokerspieler. Schrillen da alle Alarmglocken. Bitte den Dealer während der Arbeit. Muss ich gerade noch mal ein Stück Schokolade essen währenddessen. Wir warten aktuell. Hier nochmal. Und das ist ja jetzt wirklich also ein Tiny Bet. Ja, ist Freitag. Ah, Freitag war jetzt erst. Also gestern, ja. Ah, okay. Genau. Ja, wenn er jetzt hier den Hitman nur Parker auf sich Ace King setzt, ohne Diamonds ist die Bet eigentlich gar nicht so schlecht, weil er da vielleicht noch einen Call kriegt von Ace Queen, Ace 10. Na, nee, ganz sicher nicht. So. Nee, wir waren eigentlich nach Deep Playoffs. War mein erster Gedanke eigentlich zu klein, die Bet. Da muss er eigentlich direkt reinstellen, aber ist eigentlich schon richtig hier eine kleine Setzgröße. 30 Jahre. Ich bin jetzt im Pussy-Sport. Und seit wann ist das Parkplatz? Was steht da noch? 9,75. Auch eine Weile. Auf der anderen Seite, wenn der Hitman jetzt rüber pusht, was macht Mütter dann?
Das ist ja auch jetzt eine interessante Konstellation. Brauchst du noch einen Moment? Kann ich auch mal zurück. Ja, ja. Ich habe schon die Geschwindigkeit, wie ich mich abstoßen muss. Ja, aber ist schon wie eine Show funktioniert. Ja, ja, selbst da steht auf Kunst. Selbst ins Ziel. Oh, jetzt. Ja, nimmt ja auch nochmal einen Schluck. Ich nehme nochmal ein bisschen von dieser leckeren Schokolade, Kevin. Weil ich weiß ja, der Kevin guckt das Replay an dann auf YouTube. Mmh. Gegen die Bock oder Nee, auch die macht auch sowas immer, Helene Fischer. Mmh. Sehr lecker. Sie ist Pamela Reif. Die hat, ich habe das nur, weil sie hat ihn zu dieser Fettabsaugung gebracht. In ja, genau. Sonst hätte ich das jetzt auch nicht gewusst. Zum Body. Ja. Ja, scheint eine große Entscheidung zu sein hier für Hitman. Aber er foldet. Also nice Fold hier. Good lay down. Good lay down hier. Vom Hitman. Macht er gut. Da bin ich eiser. Der Single kann die auch, oder? Ich glaube, der das. Button zum Kevin, bitte. Fahrkarten. Nice Hand. Bodygo. Playback zu Helene Fischer. Höchstes Push. Einmal push den Button. Okay, nochmal kurz das Wort zur Schokolade. Also der Kevin mir hier präsentiert hat. Nee, wir haben neu angefangen beim Matze. Ist gar nicht so schlecht. Ist so ein bisschen wie, wie beschreibe ich das, wenn man einen Löffel Nutella nimmt und da einen Löffel Erdnussbutter drauf macht und das dann als Paket ins Mund, in den Mund schiebt. So schmeckt es. Mmh. 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 So, einmal Schritte. Mm. Schläfst du oder spielst du? Oh, ich sehe gerade, im Chat kann man Zuschauer kaufen. Das sollte man vielleicht mal machen, ne? Was? Das können wir nicht Quatsch. An den Stats Artikulieren. Dann bann ich erst noch die Ergebnis hier. Da kann man draufklicken und was kann ich jetzt machen? So, hinten Flüstern einladen. Danke. Abo verschenken? Nee, das will ich doch alles nicht. Verwarnen, verleihen, Timeout, sperren. Ah ja, okay, gut. Also den habe ich jetzt erstmal gesperrt. Habe ich das auch mal gemacht. Jetzt bin ich quasi ein Profi-Streamer, ne? Da kommt er jetzt. Wir gucken uns die nächste Hand an. Wieder ein Straddle. Nee, ich glaube, das ist jetzt normal. Cool. Und Sebel eröffnet hier mit König 9. Oh ja, Zuschauer, da muss ja was. Das wird erst verlangt für Loge. Und alle Folten. Preflop gewinnt hier der Seppel. Das gibt es auch selten. Fahrkarten. Ja, vorne sind Elten, so ich vorhin gesehen. Ja, Seppel auch grundsätzlich ein aggressiver, aktiver Spieler bei uns in der Runde. Aber dass mal Preflop hier einfach auf ein stumpfes Race rausgeht, ist auch tatsächlich eher selten. Ja, Fischi ist jetzt der nächste Button. Das heißt, nach der kommenden Hand werden wir dann wieder mal die Stats anschauen und gucken, wie denn unsere Spieler hier so stehen oder nicht stehen. Und ich glaube, im Hintergrund laufen auch schon die Vorberichte für den Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich. Der wird dann nachher noch laufen. Psychologische Vorteile arbeiten. Krass. Da. 1-10. So, wir haben wieder ein Straddle und wieder ein Race hier von Sebel. Diesmal mit 7 Deuce. Interessant. Hier mit dem Call. Suited King. Ja, ist er eigentlich ganz weit vorne. Ist auch eine Hand, die der Vize hier nie folden wird. Der spielt ja gerne Suited Cards. Krass, ich hätte jetzt fast garantiert, dass das 1-8. Ob er hier weiter spielt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Sieht nach einer Conti-Wett aus. Und der Vize bläst schon die Backen auf. Sieht nach einem Fold aus. Jetzt gibt er irgendwie einen Knopf.
Seppel zeigt. Seven Doos. Nice Hand hier. Hey. Nice Hand. So, also gibt von jedem Spieler 2 Big Blinds als Prämie. Come on. Unser Side Game. Wenn man mit 7-2 gewinnt, kriegt jeder, muss jeder Spieler 2 Big Blinds an den 7-2 Spieler bezahlen. Nice Hand. Nice Hand. Good Job. Merkt ihr, wie ich die Geschwindigkeit erhöht habe? Ja, ja, ja. Mega. Mega. So, also, machen wir unsere Stats-Pause. Es ist soweit. Da sehen wir es. Fischi, 3,5 Lagen im Plus. Battigol, 3 Lagen im Plus. Seppel noch leicht im Plus. Und wir haben Fiends und Hitman jeweils über 3 Lagen im Minus. Aber auch noch nicht so viel gespielt, von daher auch noch nicht viel passiert. Pharao, aktivster Spieler neben Hitman. Kevin, der teilteste heute, zumindest jetzt in den letzten anderthalb Orbits. Aggressivität sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir Möter, der heute wirklich Gas gibt, Preflop. Buttigold ist aggressiv und bei der Winrate ist Kevin ganz vorne, zusammen mit Buttigold. Also, weiter geht's. Du bist ja noch mehr abgelenkt. Ja. Ein Tod muss man sterben. Doch nicht, oder? Nee, nicht zählen. Kann auch nicht zählen. Achso, Blick ist ganz gut. Hallo? Holger gibt durch, wie schlecht der Poker spielt. Das Test. Aber ich glaube, das ist ein Testsignal. Das liegt auch gut. Witzig, die Seite liest du ganz gut. Nee, nee, nee. Obwohl du es direkt User wirst. Ja, ich kann sagen. Bist du falsch, ja. Echter Stade. So, jetzt macht er es nackig. Ist er Karma. Zieht er sich aus? 75. So, was haben wir da schon wieder? 75. 75. Gold. Gold. Oh, jetzt kommt ein Silo. Was heißt Schlagazzi eigentlich? Seppel hat man wieder eröffnet. Ja, ohne. Und der Einzige, der mitspielen will, ist Pharao. Ja, nach dem ersten Orbit, den ersten 2 Orbits hier ein bisschen die Action angezogen hatte oder stark losging, hat sie jetzt erfahrungsgemäß wieder ein bisschen nachgelassen. Ist eigentlich so der normale Verlauf, habe ich schon mehrfach erwähnt. Dass die Spieler am Anfang immer sehr motiviert sind und ordentlich rangehen und dann beruhigt sich das Ganze in der Regel immer so ein bisschen tendenziell. Die andere ist hier gut, die Frau. Nee, der. Also Mann rechts. Frau. Seppel hier mit der Conti-Bet. Nee, der ist doch hier auf Mallorca und so. Ist der Pharao doch der mit dem schnellen Call. Mit der Skibrille. Ja, ja. Ich auch. Turnt mich hier die 8. Weiß nicht, vor einem Jahr mal gesehen. Check. Klare Blank. Keine Ahnung. Check. Okay. Ist der totale. Der neue Gehypte. Ja, ja. Du hast auch eine so Blank. Die wird das Seppel nochmal feuern, wie ich ihn kenne. Das macht er auch. Entertainment. Oh, Hat er trainiert. Wo? Ich stecke da wie noch nie. Was ist denn das? Ist das das oder ist das ein Ding? Und Fold hier von Pharao. Also nice Hand, beste Hand gewinnt. Seppel hier mit. Was ist die letzten 3 Jahre? Pocket Fives. Oder was? Die 10, welche Schwäche? Ich kann es nicht lange halten, wie er lacht. Du bist immer groß, weißt du? Er lacht sich ein Schlaf. Und ich glaube, die, die Pokerspieler am Tisch, die begutachten gerade eher, wie ich schon erwähnt habe, den Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Und ich glaube, da geht es jetzt um die Form und Kondition, Verfassung von Stefan Raab. Der scheint sich wohl ein bisschen in Shape gebracht zu haben. Ich sehe es ja nicht, keine Ahnung. Da muss ich einfach mal die Reaktion hier deuten, der Spieler. Werde aber nachher mal reingehen und mal gucken, weil ich hoffe natürlich insgesamt insgeheim, nicht insgesamt, wie jeder, dass der Stefan Raab heute ordentlich auf die Mütze kriegt von der Regina. Mal so richtig auf die Neuen, ne? Ich bin überhaupt kein Boxfan, aber wer zum Teufel ist denn für Stefan Raab bei dem Kampf? Also kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wie man das sein kann. Von daher, Alstruff, Regina, gib ihm, ne?
Und wir schauen mal, wer wem hier am Pokertisch noch was gibt oder nicht gibt oder nimmt. Der Fischi wird wahrscheinlich hier was nehmen, zumindest wollen. Straddle von Sebel. Oh, das reimt sich auch fast. Pharao callt hier und Fischi mit dem Race. 1,7. Was sagst du? Ich sag gar nichts mehr. Ich weiß aber nicht, ob er hier Mitspieler finden wird. Doch, Seppel spielt weiter. Pharao ist weiter in Spiellaune. Sehr gut. Also drei Spieler. Aber er hat ja bestimmt auch wieder so einen Schutzhelm auf, oder? Was sagst du? So einen Helm hat er immer aufgehabt, oder? Vorne kommt klein runter. Hoch. Amateurhelm halt, ja. Könnte man eigentlich die Kings einmal checken. Die Gegner noch irgendwie die Chance haben, hier was zu treffen. Ah, da hinten sieht man Stefan Raab. Naja, ich fände es halt. Der ist in Shape. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Macht der andere Comedian das noch? Und beide Spieler folgen. Auf Piff-Puff, genau. Naja, Fischi wird es nicht stören. Der ist froh, wenn er den Port hier zieht. Grundsätzlich. Gute Gelegenheit eigentlich, die Kings hier behind zu checken auf so einem Board. Den Gegnern irgendwie die Möglichkeit geben. Klar, kann natürlich sein, dass sie jetzt hier schon Flush-Draw haben, aber kann man auch mal behind checken und dann am Turn betten und dann Gegner mal anspielen lassen. Wäre eine Möglichkeit gewesen jetzt hier, da Preflop auch nicht viel gegangen ist und die Gegner ein bisschen unmotiviert gewirkt haben. Da muss man mal so ein bisschen den Tisch lesen als guter Pokerspieler. Egal, gewonnen ist gewonnen, dann wer die Hand gewinnt, hat immer recht. Alte Pokerweisheit. Ganz schön. Angezählt. Angenommen. In den Seilen. Ja, hat sie nochmal aufgerafft, aber wahrscheinlich keine Zähne mehr. Hier lernt man noch was dazu. Hier lernt man noch was dazu, als alter Sack, was ein Talerhund ist. Pharao, 10 Bucks. Ja, hört auf dich. Pharao, einmal aufstehen, drehen, 360 Grad und wieder hinsetzen. AC Mailand, gerade so, nicht Abstiegsplatz erreicht. Kevin steigt mal wieder in der Hand ein, eröffnet hier. Ganz gut gespielt die letzten Einzelnen. Wird aber ein paar Gegenspieler kriegen hier. Sind die nicht sogar mal Meister? Feeds am Button interessant mit 7 Deuce off. Nur mit dem Call. Wäre auch eine gute Hand für einen Squeeze gewesen. Nachdem sie 30 Jahre nichts gebracht haben. Champions League haben sie doch auch gespielt, so zuletzt. Ja, Vorrunden aus oder so. Nee, gegen Inter haben sie doch einmal gespielt oder so. Oder haben sind beide ins Halbfinale gekommen. Und Board kommt das runter, Ass hoch mit 2 Herz. War aber in unterschiedlichen Halbfinals. Ja, Kevin hier mit dem 2 Pair. Also Inter gegen City. Das Finale vor 2 Jahren. Das ist doch schön Werbung. Hat City gewonnen 1-0. Lukaku 93. Für 2 Meter schießt er drüber. Was? War so froh, wo er weg war. 1,70? Lukaku in der 93. War es für 2-3 Meter über das Tor geschossen oder sowas. Ausgerascht. Klar. Ich dachte, weg mit dem. Weg. Pizza mit dem Treffer und Hitman wieder hinten dran, aber er callt. Und Fold sehe ich ja auch nicht beim Hitman. Ich bin nur so ein Fan. Ja, halt. Schau mal, wie es weitergeht. Mehr oder weniger. Hitman also check. Nicht jedes Spiel oder so, aber öfters halt mal. Also sorry, ich bin in Gedanken auf dem Miley Cyrus Konzert. Bitte was? Kevin hier mit einer Overbet. Ich bin in Gedanken auf Miley Cyrus Konzert. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Irgendwas Cooles wäre ja nicht 68. Witzig gewesen. Ah, guter Laydown hier von Hitman. Ja, zeigt er die 4. Kevin, nice hand hier.
So spielt man Poker. Ja, ob die Overbet hier der richtige Weg war, weiß ich nicht. Natürlich sehr koordiniertes Board, kann man schon machen. Wahrscheinlich auf alle Fälle auch der richtige Weg, hier groß anzuspielen. Jetzt in der speziellen Situation gegen die speziellen Hände der Gegner wahrscheinlich jetzt nicht die beste Entscheidung, aber bei der Boardentwicklung war das, glaube ich, ganz gut. Also wenn, geht es am Turn dann rein und dann braucht man gar keinen River, keine Entscheidung mehr fällen. Also hat er schon richtig gemacht, der Kevin, von daher alles gut. Ja? Umfragen. Ja, ich sag schon mal. Hast du ja angekündigt, ja? Umfragen. Auf WhatsApp schätze ich mal. Ich schicke dir das, dann kannst du es, das zähle ich dann dazu. Okay, cool, danke. So, weiter geht's. Cash and Bar, die nächste Hand. Mal rein. Vielleicht ist was dabei für unsere Spieler. Aber grundsätzlich hat die Handstärke, die Relative, schon ein bisschen nachgelassen. Am Anfang hat er wirklich gute Starthände. Auch mit ein paar Premiums. Da ist es nicht mehr so viel von zu merken. Kleine Delle in der Action. Stelle ich fest. Seven, 25. Ja, Tremor. Kann auf Tremor umsteigen. Ja, also ich habe das. Ich habe Freema, Telegram und Signal. Signal! Telegram halt wegen der ganzen Verschwörungstheorie. Mhm. Ja, ja, nur deswegen. Ja, der junge Mann wurde ja auch, ne? Ist er noch? Nee, 5 Millionen muss er zahlen und ist jetzt aus dem auf Dings raus, ne? Der von Signal. Der von Telegram, ja, wo er in Frankreich geht. Mhm. Ja. Überall angecheckt. Und die 1,25. Okay, spielt hier an. Interessant. Will den Pot hier kaufen an der Stelle. Und jetzt darf sie ihre Produkte vermarkten, jetzt hast du, oder was? Was, ein Haarshampoo oder? Keine Ahnung, was sie da hat. Müsli-Riegel und sowas wahrscheinlich. Proteinpulver und ein Riegelchen. Kevin, 1,25. Da bin ich raus. Zwei Spieler. Ja, Sebel noch mit dem Call. Ach, die verschenkt sogar. Ja, gut. Als Werbung. Ja, die 2 ist eine Blank. Check. Gucken mal, was der Möter draus macht. Ich glaube nicht, dass der hier weiter angehen wird. 2,75. Aber doch ohne. Das habe ich doch schon öfters gesagt und mich auch schon öfters geirrt. Schon setzt der Möter hier. Gibt es direkt auf die 2 Drittel Pot. Wird natürlich einen Call kriegen hier vom Sebbel. See how the shorts are back. 27. Nee, er kriegt sogar einen Raise. Ein schneller Fold. Und schneller Fold hier von Mötor. Also, klare Verhältnisse in der Hand. Sebbel hier mit dem einfachen Raise und ja. Mötor streicht die Segel, wie man so schön sagt, und zieht sich zurück. Er hat versucht, den Pot zu kaufen mit 2 Barrels, aber war dann wohl klar. Mit den Stacks finde ich das auch ganz gut hier, dass der Sebel hier einen Race auspackt. Wenn er dann alles reinkriegen will, ist der Turn eine gute Gelegenheit und Size war auch okay. Also nice Hand hier vom Sebel. Mötor kann man aber auch nur sagen, nice Hand, er hat es probiert. Erweitert, was auch immer. So, ich lehne mich mal hier zurück. Ich glaube, ich bin auch bereit fürs zweite Kaltgetränk. Habe jetzt mehrere Optionen. Ich könnte mir jetzt einen Energy-Drink reinbeamen, was wahrscheinlich vernünftig wäre. Oder ich hole mir noch mal so ein hopfiges Kaltgetränk aus dem Kühlschrank. Muss jetzt gleich mal in mich gehen und mal überlegen, wie es weitergeht mit der Getränkeauswahl. Auf alle Fälle muss ich gleich mal kurz für kleine Pokermoderatoren. Das werde ich nach der Hand machen, weil ich glaube, da ist auch nicht viel zu holen in der Hand. Und dann gucke ich drin mal kurz nach dem Rechten. Erstaunlicherweise läuft ja unser Automatikmodus, also der Kamerawechsel und die Software jetzt stabil. Von daher kann ich mich auch mal kurz hier vom PC entfernen. In der Hand wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel gehen. Wobei mit Top-Pair und Mittel-Pair. 1,75. Ich gehe aber schon mal ganz kurz vom PC weg. Und bin dann gleich wieder da. Für was? Für Service? Warte.
Ich dachte, ihr seid Freiburg angeschlossen. Ja, yes. Ja. Achso. Also wie Tobi. Also ach, wie das. Ach, die neue Straße. Die neue Straße. Ja, trainieren wir alles? Nee, muss mal angucken. 3,75. Ja, ja. Oh, Gott. Die sieht aus, als hätte sie gesoffen. Die sieht aus, als hätte sie durchgesoffen, seit sie... War da auch noch frei jetzt? Doch, hier sind wir. Hier, hier. Ja, ja, ja. Wer ist denn das? Wie sieht der denn aus? Ja. Was, ja. Hä? Hat er schon ein paar auf die mitbekommen, oder wie sieht der aus? Ja, guck mal, wie der trainiert ist da. So war der noch nie. Also wenn der halt nicht die letzten 5 Jahre durchgesoffen hat und der Graf trainiert hat, dann hat er vielleicht eine Chance. Ich glaube, aber wir hatten das sonst. Das sieht doch top aus. Aber hier vorne. So, was geht draußen? Ja. Geil. Wie heißt der? Kaffee. Was ist das jetzt? Check, check. Ja, einen für Pharao. Einen für Pharao. Danke, Holger. Einen für Pharao. König 2 von dir aus? Nee, König Junge war bei mir. Hä? Von dem hätte ich auch quasi in, so in den Kaffee, den Bubble Tea mal anfangen. Ich sehe da keinen Kaffee. Als Milchersatz. Noch jemand einen Kaffee? Nee. Ich würde einen klein nehmen, bitte. Nee, Espresso. Nee, also nicht, ich hatte eben gerade so eine volle Tasse. Also so eine halbe wäre. Gibt's sogar nicht Gürtel. Ist das dann mit Milch oder ohne? Gibt's Gürtel. Ohne Milch halt in den Gürtel. Dann ging es jetzt auf nicht ganz so lang. Das kam schon vorbei, oder was? Nee, aber da war eine halbe Stunde. Da hat er nur reduziert. Sieht aber früher ganz anders aus. Ja, gut, unfreiwillig. Ja, jünger halt. Ist anders steht falsch. Ja, eben. Ist jünger, aber. Hä? Du sagst früher auch ganz anders aus. Ja, aber ich habe meine Nase operieren lassen. Ich glaube, ihr sollt es auch Nase lassen. Ich bin auch unfreiwillig, oder? Wann? Ihr unfreiwillig, oder? Der Name Boxer hat sich Kevin einlesen. Ja, manchmal wie viel Mord ist 35. War voll cool, okay. Geh weiter. So, Round 1, fuck. 2 Minuten. Was andere bist du dann? Ah, von Gulas hat die. Wie Runde geht's überhaupt? 12 oder 12? Echt? Hätte jetzt auch also normal. Ja, 12 Runden, krass. Bei den Frauen ging es aber, glaube ich, noch mal 10. Die kämpfen ja wirklich. Geht's ja schon los. Ja, schau mal, was. Eigentlich hat er schon Vorteile von der Länge her und ja. Aber also, die Deckung ist schon unter bei ihm. Ja, die Deckung ist unter bei ihm. Völlig vernachlässigt die Deckung. Ja, ja. Da wird er wieder kassiert. Ja, guck mal. Vor allen Dingen, er hat keinen Helm auf, ne? Ja, ja. Wirkungstreffer hat er schon. Das geht nie im Leben über 12 Runden. Wer ist schon dran? Ich glaube. Nee, ich auch nicht. Nö, kann nicht sein. Ich gehe davon aus, dass Carlos hängt. Ich habe jetzt einfach mal. Ich boot ihn mal neu. Ja. Der hat nicht genug RAM. Nee, nicht genug Weizen. Kurz warten. Armlänge ist ja auch größer. Das meine ich. Das ist von dem her schon. Reichweite. Armlänge? Reichweite. Oh. Aber jetzt. Oh, jetzt kriegt er. Oh! Oh ja. Jetzt gehen sie in den Fight! Jetzt hat er schon. Oh, Ich sehe schon. Ja, ausholen will. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Eigentlich muss er als Deckung rauf. Weil, ich wollte gerade sagen, wenn du ganz weit nach hinten ziehst, dann hast du eine Deckung drauf. Holger, einmal Software neu starten, glaube ich. Hängt doch. Oh, aber Deckung ist gar nicht bei dir. Ja, irgendwie. Deckung. Ich vergesse. Ja, bei ihr ganz gut, ne? Hängt. Dritte Runde, pumpt er ja nur noch, oder? Naja. Der schiebt nur weg. Der hat gar keinen richtigen Flow. Keinen rechten Haken. Ist das die erste Runde? Steht doch bestimmt. Ja, runter. Achso, hat zählt runter. 5 Jahre lang trainiert. Oh, letzte Mal schon. Uppercut. Die war nur gut, ja. Was? Ja, Punkt schon. Ja, ich mache eh Käfer. Gegen den Keller? Wieder gegen den Halbmischer. Ah,
Hat er schon eine bekommen, oder was? Ja. Die ganze Zeit so ein bisschen halt. Weil sie hat aber auch schon wegen der Delle eine. Sie? Ja, eine. Ich gucke. Das war irgendwo schon eine rote Fliege. Jetzt bekommt er den Helm. Was ist das für... Komisch. Haben wir irgendwelche berühmten Zuschauer? Wenn Pocahontas geguckt hat, die guckt genau. Vom Mittelmeer aus, glaube ich. Ja, Montana Black guckt noch zu. Irgendwas hat sie abbekommen, oder? Ja, ja, irgendwas. Und das Botox geht auch. Insgesamt. Ja, das ist ja auch sein. Kannst du das Botox gerade nicht auf? Was meinst du, was sie da für den Kauflandaufnäher bekommt und so? Ja, die verdient sich richtig. Also für den Kampf kriegt sie 500.000. Echt? Ja. Nee, für 500.000. Nur für den Kampf. Okay, und dann kriegt sie aber 500.000 auch vom Kaufland. Natürlich, eine Mille bestimmt locker. Wie Kaufland macht die Werbung? Ja, hört sich auf. Das ist ein T-Shirt von Werbespots. Gerade sagen. Nee, etliche mit Knossi und mit Joey und Arthur. Ja, genau. Joey und er schon wieder. Kommt gerade zurück schon. Voll in die Fresse gehauen. Mein Freund. Oh, nochmal. Kann das ja nicht gucken. Hat nochmal einer bekommen, die Regina. Ich würde es ja gerne mal live sehen, sowas. Das ist bestimmt nochmal anders. Ich kann mich ja. Ich glaube, es war zu DDR-Zeiten. Da habe ich so einen Amateurkampf mal in der Empor-Halle in Rostock gesehen. Also eine größere Sporthalle. Ja, was siehst du da überhaupt was? Also, du musst, also wenn du hinter sitzt, ist das jetzt viel besser. Auf jeden Fall, ich erinnere mich, glaube ich. Also, ich muss sehr klein gewesen sein. Ich erinnere mich auf jeden Fall irgendwas gesehen. Also wenn du jetzt da hinten in der Arena sitzt. Oh, jetzt hat er eine mitkriegt. Ja. Was wir auf Punkt treffen. Hand 1 10, oder? Das schaltet gleich um nach der 1. Okay, das heißt, ich muss jetzt die Action mal neu eingeben, gell? Ja. Ja. Okay, wie viele Level müssen wir rein? Also, 6 bis 8 oder was? Nee, wie viel trinken denn mit? Mötor, Basikol, Kevin, Pharao. Dann 4 Löffelchen. 4 Löffel. Das Ganze. Was? Gestrichene bitte. 4? Das ist wenig, aber warum? 4 Teelöffel? Nein. Nee, das sind andere. Okay, ja. So, jetzt geht's weiter. Mötor hat eröffnet, oder? Ich habe eröffnet mit 35. Keine Ahnung, was ich habe. Fold. Call. Ich sehe es, danke. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, in deinem Alter, keine Brille auf. Was ist jetzt? So, echt schon. Naja. Ihn oder was? Zweite Runde. Ah, da gerade so kassiert oder wie? So, jetzt. Fischi. Die war gut. Die war gut. Die hat wehgetan. Hast du gecheckt? Ja. Die hat gesessen. Check. Aber. Die hat gesessen. Er merkt halt schon, dass die Technik hat. Also das verlernt schon nicht so einfach. So, Leute, der Kommentator ist da. Grüß euch, wer auch immer gerade eingeschalten hat. Schön, dass ihr da seid. Ich muss aber gerade Kaffee kochen für die alle und hier den Tisch versorgen. Dann bin ich wieder da. Dann gibt es auch bald eine Stats-Break. Dann sehen wir nämlich, wer ein Plus und Minus ist. Momentan läuft der Tisch gerade von allein automatisch, wie durch Geisterhand. Bin gleich wieder da. Nicht ganz so taufrisch heute irgendwie, dein Spiel. Nee, aber der ganze Kerle. Im Angesicht eines Interfans ist halt schwierig, ne, zu spielen. Ne? Im Schatten eines Interfans. Im Schatten. Ja. Wirkungstreffer. Mordsprüche vorab und jetzt gar nichts. Ja. Oder? Ja. Egal. Das gibt es manchmal. Interface. Kartenlauf kann man nicht. Nicht beeinflussen. Nee. Trinkt ihr alles schwarz oder was? Einmal Milch. Ich weiß einmal Milch, einmal schwarz. Einmal Milch, einmal schwarz. Du trinkst schwarz. Bei Nachfett. Schussmilch. Du trinkst schwarz. Schussmilch. Okay, deine Tasse? Also, ich hab keinen Schwarz. Schwarz, ja. Okay. Jetzt habe ich nur Weizenglas. Zucker, eine kleine Tasse in die große Tasse. Ich denke, das funktioniert jetzt nicht. Zucker ist oben links in dem großen Glas. Ja. Stimmt, funktioniert das. Du wolltest mit Zucker, oder? Nee. Mit Zucker ohne Milch. So, ich dachte, kurz gezuckt. Ach so. Ich glaube, vierte Runde ist vorbei, oder?
Fünfte vielleicht. Ja, aber sag mal Fünfte. Du bist dran. Ja, ja, ja. Ja, das war ich. Ja, ja. Noch ein bisschen jetzt verschonen und ein bisschen laufen lassen. Aber Fünfte runter. So. Zwei Spieler. Schubsen ist erlaubt, Vize. Eckdrücken ist erlaubt, so schubsen. Du hast ihn jetzt nicht. Du bist doch Sport allgemein, Allgemeinwesen, Sport 1,0. 28,60. Oh. Falls das der fragende Blick war. Ja. Der ist wohl auch aufgeregt. Anders bist du heiß heute. Sehr gut. Ich würde jetzt ein paar Scheine verballern, ja. Wenn ich spielen würde. Sie macht Deckung, ist halt bei ihr brutal. Ja, ja. Also, ja, Technik hat echt gut. 5-7 von 6. Er schafft es ja kaum, die Hände oben zu halten. Genau. Aber das kapiere ich dann wieder nicht. Also, trainiert das auch schon. Ein paar Minuten glaube ich nicht, aber ein bisschen. Ja, eigentlich, weil wenn man jetzt trainiert, müsste man das ja eigentlich schon irgendwie in den Griff bekommen. So, ja. Die Deckung? Ah, ja. Deckung und so, ja. Also, das ist eigentlich so als 1x1 vom Boxen, so ich das weiß. Besten Dank. Grazie mille. Jetzt. Wieso hast du reingesetzt? Entschuldigung. 7,50. Er kann nicht mehr. Er kann nicht mehr. Wir sind jetzt so. Komm zu mir. Gerade gekrallt. Ja, ja. Gerade gekrallt. Er kann nicht mehr. Oh, mal jetzt müsst ihr. Ja, der schwimmt. Ja. Jetzt müsst ihr halt den Wirkungstreffer machen. Ja, jetzt ist erstmal Pause. Schon so wie der Kevin, wenn er auch nicht ist. Ist das ein Race? Ja. Aber so sehe ich gerade jetzt aus. Also jetzt sehe ich gerade so aus. 10. Also das geht keine 12 Runden. Nee. 5. Jetzt die nächste. Ja, ja, ja. Die nächste. Ich glaube noch eine macht wieder Show und dann 5. Ich denke aber schon, dass halt die Hall mich halt nicht voll Stoff gibt. Genau, ja. Denke ich. Ja, ich glaube, je länger das dauert, desto mehr Show ist es ja genau. 20. Pro Runde kriegt sie 10.000. Was weiß ich auf? 20. Und man will ja keinen Mike Tyson. Und wem? Bist nicht mehr viel hinten dran, ne? 8 Euro irgendwas. All in. Okay, dann jeden. Dann 8. Der Holger, ist nicht moderiert. Ja, gut. Moderiert nicht, ja. Oder? Dann ist ja die erste Hand. Straße. Oh, voll war schon. Ah, die rechte. Not straight. Auch noch hinten raus. Auch noch hinten raus. Flow split. Ja. Wie letzte Woche bei dir? Wow, was bin ich sehend? Ich komme hier zurück und sehe den Pott des Abends. Eieiei, was ist denn da los? Das ist ein Riesentopf, gigantisch. Fischi floppt das Full House und Möter River die Straße. Eieiei, da hat es aber gekracht. Du. Da ist der Moderator einmal nicht am Platz und schon eskaliert es. Eieiei, nice Hand hier. Nice Hand kann ich auch nur bestätigen. Nix. Jetzt auch mal direkt hier Emote. Heckmann hat schon entdeckt, über Kanalpunkte könnt ihr Emotes direkt an den Tisch schicken. Nice Hands, nice Hands. Leck um Jo, aber ich glaube, die sind gerade so im Trubel, das kriegen die gar nicht mit. Auf alle Fälle, jetzt wird gemischt, das heißt, die können jetzt theoretisch auch den Chat lesen am Monitor, aber ich glaube, der Fischi hat gerade andere Sorgen und ist gar nicht aufnahmefähig dafür. Nice Hands, ich glaube, das war der größte Pot des Abends bisher. Ich bin überhaupt froh, dass der Stream läuft. Von daher bin ich froh, dass der Fische diesen Pod spielen konnte. Spannend. Lohnt sich doch wieder zurückzukommen, auch für mich als Moderator. Und es lohnt sich vor allem, weil ich nämlich ein neues Kaltgetränk habe. Ich habe mich jetzt gegen den Energy entschieden und hole mir jetzt Energie aus der Kraft des Hopfen, Weizen, wie auch immer. Ein herrliches, ich decke es dazu, König Ludwig, Weißbier. Naturtrüb, so. Das wird mir gute Dienste erweisen. Das werde ich jetzt schön hier nicht schnabulieren, sondern wie nennt man das denn? Was ist das Pendant zu schnabulieren, wenn man ein Bier trinkt? Das war wie besoffen. Das werde ich mir zu Gemüte führen, sagen wir es doch einfach mal. Sagen wir es doch einfach mal so. Das werde ich mir jetzt schön zu Gemüte führen und wird mir Kraft geben für die zweite Hälfte unseres Streamers. Ja, viele Hände haben wir noch gar nicht einziehen, einverleiben. Ihnen mit.
Viele Hände haben wir noch gar nicht gespielt im Stream live, aufgrund unseres massiven Softwareproblems am Anfang. Aber so langsam kommen wir in Fahrt. Ich denke schon, dass wir so Richtung 12 werden wir schon spielen heute. Dass wir auch ein paar zusammenkriegen, dass wir zumindest ein bisschen Statistik haben und auch dann ein Endergebnis nach Episode 1. Sonst ist es ja gar nicht amtlich. Fertig. Fischi, kannst du es mir noch ein bisschen kleiner machen, bitte? Nee, nee. Ah, nee. Klar. Ja, Zeit ist schon ab. So, ich schwenke gerade mal die Flasche hier, dass ich hier das ganze gute Zeug aus der Flasche raushole. Oh, jetzt hat sie aber auch eine Katze gefangen. Ja. Haben Sie angezappt? Und ihr seht schon, im Hintergrund wird heiß diskutiert. Stefan Raab gegen so, Regina Halmich. Aber ich glaube, Raab kriegt schon auf die Öffe. Der sieht schon angenockt aus. Er hat gerade zwei Rechte ins Gesicht platzieren können. Ja, aber trotzdem, wie ist sie trotzdem noch auf so viel? Ja, läuft schon halb. 75? Ich habe da ja verschiedene Berichte gelesen, dass das eher in Richtung Kirmesboxen gehen soll, aber die schienen es schon ernst zu meinen. Also die haben schon richtig drauf gehauen. Okay, wir gucken uns die nächste Hand an. Straddle bei Buddy Goal, Vize eröffnet die Hand und Hitman mit der 3-Bet mit 7 Deuces. Und Pharao im Modus mit Kaffee in der Hand und Sonnenbrille, Schottland-Pulli. Ja, da kann nichts schief gehen. Also Buddy Goal, hätte ich fast gesagt. Pharao ist maximal motiviert. Wir schauen mal, ob Kevin hier die Schwäche erkennt und hier ein Play auspackt. Und das macht er auch direkt auf Zuruf. Six Large ist die Bet. 6-10. Und das ist natürlich ein Zeichen hier an den Tisch. Für Hitman ganz klar. Die Zeichen stehen auf Fold. Tja, Pharao. So, jetzt der Runde könnte soweit sein. Pharao will eigentlich spielen, hat aber keine gute Starthand. Ja, das wird jetzt die letzte Runde sein. Und foldet hier. Das Play von Kevin hat hier Erfolg. Nice Hand hier von Kevin. So. Nice Hands. Macht er gut? Yeah. Karten. Unser Top-Spieler aus Season 1 packt hier ein Play aus. Richtiger Instinkt, auch wenn er sogar die beste Hand hatte. Der Instinkt war richtig. Mein Instinkt ist auch richtig, deswegen gibt es jetzt auch hier mein Kaltgetränk. Da warte ich schon den ganzen Abend drauf. Zum Wohle, nach dem ganzen Stress. Prösterchen, habe ich mir verdient. So kalt. Ja. Oh ja. Das hat Temperatur, muss ich gerade noch einen Schluck trinken. So. Aber eingefroren. Mm. Zwei Perle sind aber ja. Überragend. Nach dem Gesöff von Kevin. Ich schreibe mich mal eben wieder ins Bilde. Oh ja. Oh ja, ist das gut. Also, weiter geht's. Das gibt direkt Kraft und Motivation, hier den Stream weiter zu verfolgen. Das war echt. Ja. Mhm. Super. Den hat er es ewig. Gibt mir sogar genug Kraft, hier nochmal so eine Asia-Saubohne zu essen. Nebenher. Ich brauche noch was Salziges. Straddle ist die Setzgröße. Ich muss erst nochmal eine 5 Jahre Pause machen nach dem Kampf. Oh, der war eine Glocke. Tor Schmidt. Weiter. Ein Spieler von 100. Er hat zwei Angesätze. Oder gut, dann haben wir. Ja, Angesätze. Ja. Ja, nachdem alle gelimmt haben, Race Mörder hier aus dem Small Blind. Die volle Distanz. Ja, finde ich gut. Mörder heute auf der aggressiven Seite. Der zieht seinen Stil durch. Was für Scheiße du gemacht hast, dass er so Kampf eingelassen hat. Nun kriegt ihr zwei Caller. Todos. Oh, diese Asianus hat ganz schön spicy. Die brennt schon so ein bisschen im Rachen. Oh, sie muss auch irgendwas getaped. Was ist das? Oh ja, die hat aber auch. Ja, Ass 10, 3. Hat er mehr getroffen wie beim ersten Kampf. Bin ich gespannt, ob der Mütter hier die Conti-Bet auspackt. Nee, macht er nicht. Hatte er bisher gemacht. Hat
hatte jetzt eigentlich drauf gehofft. Dann hätte er den Pott direkt mitnehmen können. Die zweite 10 ist jetzt eigentlich das Zeichen, hier zu betten. Aber von wegen. Check, check. Fühlt er sich nicht wohl, der Mülltor, nachdem er gerade die Riesenhand verloren hat vielleicht? Und die 9. Ist auch Tendenz eher blank. Geht's dann wieder schlechter mit dem Deal? 2, 75 mache ich 3, weniger 25. Das war 6 Sekunden. Ja, Mütter hat jetzt einen River angespielt. Da haben wir ganz schön Hände aufgeholt, du. Bin mal gespannt, ob der Kevin hier callen wird. Ausgewertet wäre die schnellste. Der schnellste Dealer war, habe ich auch. Hab ich schon gemacht. Ja. Ich glaube, du. Nee, wo wir Kombi gemacht haben, wir zwei. Einmal. Da haben wir am meisten. Er schlagt mir noch ins Leben. Weil halt jeder nur die Hälfte gemacht hat. Mhm. Statt frischer. Ne? Mhm. Und Buddy Goal ringt. Foldinger. Mit der Hand. Mit der Bett. Findet aber einen Fold. Und Kevin geht's nicht anders. Ja, überlegt er hier, ob er hier noch was schlagen kann, ob das eher eine Bluff-Hand ist hier oder eine Mate-Hand von Mütter. Gibt es eine Promille-Grenze? Ich glaube, die ganzen King-Queen, King-Jacks hätte der Mütter wahrscheinlich am Flop und Turn angespielt in Form von Conti-Bet mit seiner Equity, die er da noch gehabt hätte. Das, war eben das sieht eher tatsächlich nach so einem Pocket-Pair aus oder vielleicht nach einer 9, keine Ahnung, Jack 9, 9, 8 oder so. Jetzt am River, also sehe ich eigentlich auch eher ein Fold so vom Handverlauf. Ich glaube nicht, dass der Möter jetzt am River da King Queen blöffen würde. Von daher spricht es eigentlich viel für einen Fold. Soll ich mal eins trinken? Folger. Ja, der Heckmann guckt mal einen Film. Was soll der antworten? Was wird der antworten? Der sagt sowieso, du was, genau, was wird der antworten? Trink, bevor es zu spät ist, wird er sagen. Genau. Ist jetzt fertig. 6 Runden. Call. Und der Call kommt. Ah, welchen fertig? Zahlten hier aus und trägt sich selber ein bisschen auf über die Hand. Also, Frage an Heckenwitz. Soll unser Dealer noch ein Bier trinken oder nicht? Frage an den Chat. Ist vorbei? Auf der einen Seite ist es ja wichtig für das Wohlbefinden des Dealers. Auf der anderen Seite ist es auch nicht immer förderlich für das Arbeitstempo des Dealers. Aber gut. Hempmaster im Chat. Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Heckenwitz schreibt, Bier ist gut, sagt der Doktor. Dann höre ich doch mal auf den Doktor. Zum Wohle. Grüß dich hin. Also wirklich krass. Ich habe ja auch so einen Oldschool-Doktor mit so einem ganz alten, hier so 80er-Jahre-Sprechzimmer und der hat auch so ein Blechschild. Da ist auch so ein 60er-Jahre-Typ drauf, ein Bierglas, und da steht auch irgendwie, ihr Arzt sagt, Bier tut gut oder so, irgendwie, muss ich nochmal ein Foto machen. Also der ist auch Verfechter des kühlen Hopfengetränks. Soll ja auch Nährstoffe enthalten und so, also von daher, genau, eben Heckmann, also von daher. Muss man auch ein Bierchen trinken. Na, das weiß ich nicht. Also, okay, eigentlich hätten wir jetzt Let's Break gehabt. Die haben wir jetzt verpasst, weil der Dealer einfach weiter dealt. Von daher hat er jetzt gerade wahrscheinlich den Weizenanspruch und den Bieranspruch ein bisschen verwirkt. Ich guck mal, dass wir nach der Hand Stats machen. Aber jetzt sieht man es gut an. Hm? Nee. Vize hier mit der starken Starthand. Hitman M. Straddle wird auf alles wieder weiterspielen. Button mit den Suited Cards. Von daher, da wird schon was passieren in der Hand.
sieht sie hier mit dem großen Race auf 2,25. 2,25? Dann gucke ich mal, ob er hier einen Call kriegen wird. Das weiß ich auch noch nicht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Buddy Goal hier ja, callt. Das war der. Ui, da gibt es ja Unentschieden. Na doch, er findet hier den Call aus dem Small Blind, also Blind Battle hier. Und beide treffen. Buddy Goal checkt und Vize mit der Conti-Bet hier. 2 Stunden Show. Ja. Sieht nach 3,50 aus oder 2,75. 3,50 ist die Bet. 6 Runden, 2 Minuten. Aber die normalen, richtig großen Boxkämpfe, wenn die kommen, die waren auch noch so, dass dann erst. Dann jetzt gucken wir mal, was Buddy Gold hier macht. Also selbst wenn der Vize hier 7,2 spielen würde, dann wäre er immer noch vorne. Ja, und dementsprechend foldet auch Buddy Gold hier an der Stelle. Also, nice hand hier vom Vize. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Stats Break. Dass wir mal sehen, wie die Spieler stehen. Los ja, geht's! Also, Fischi ganz klar vorne nach dem Riesenpot gerade gegen Mütter. Der katapultiert ihn wirklich an die Spitze hier mit 7 Lagen im Plus. Buddy Goal noch 2,5 Lagen im Plus, Sebel eine im Plus, Kevin eine Lage im Plus und der Rest natürlich folgerichtig in den roten Zahlen. Pharao eine Lage im Minus, Mütter 2, Hitman und Vize 4 Lagen im Minus jeweils. Hitman trinkt jetzt kein Bier mehr, das ist doch kein Assi mehr jetzt. Der V-Pip, da ist Pharao natürlich wieder ganz vorne, spielt 82% seiner Hände. Freiwillig setzt er da Geld mit. Kevin, das krasse Gegenteil, nur 27,3%. PFR, 40,9% hier bei Möter, mit Abstand der aggressivste Spieler. Also der raced hier wirklich einiges. Und Hitman und Fischi, die halten sich doch sehr zurück mit der Pre-Flop-Action. Win-Prozent. Da ist Kevin immer noch ganz vorne und Hitman bei 0%. Naja, okay, wir schauen mal, wie es weitergeht. Na, dann reichen ja 1,75, um die rauszubekommen. Ja. Keine Sorge. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz rein und schaue mal, ob der Kratos was trinken will und sagt ihm dann nochmal, dass er dann auch nochmal aufpassen soll, wenn wir die Stats-Pause machen. Eine Limitrunde geworden seit ein paar Runden. Ist ja abartig schlechtes Poker. Ja. Hey Kollege, ich habe die gleiche gehabt. Jetzt kommt ja auch noch. Achso, der fliegt ja irgendwie raus. Jawohl. Ja, auch schon nicht schlecht. Ja, da wird es wieder lebendig hier. Ja, ja, ja. War gerade Setspray, Carlos, aber egal. Ah, scheiße. Ja, genau. Sorry. Willst du jetzt noch ein Getränk oder? Ich würde, die Mehrheit ist dafür, glaube ich. Ja, komm, ihr werdet, für einen guten Job. Wer hat sich vorhin über Magdeburg hier lächerlich gemacht? Wir haben noch nach dem Eis und Rüststand 2-1 gewonnen. Richte, beste. In Köln. Hast du? In Köln. In Köln. Nein. Also beste. Beste ist Magdeburg Platz 2. Ich auch. Und die auch. Ja, hinter KSC auch. Ja. Echt jetzt? Ist KSC noch erst? KSC. Wir haben noch gewonnen, glaube ich, oder? Check. Ja, gestern geschaltet. 1-2-0. Schon auch. Aber auch dieser, das ist halt krass, dieser George, dieser Sif-Sif-Warze, bitte. Syphilis. Syphilis-Warze. Der ist halt einem Abarzt verschieden. Gott. Der Bubu. Borka. So, wie lange sind wir da? Jetzt noch ein oder zwei Orbits? Check. Jetzt haben wir 11. 22. Ja, die erste Stunde war ja nichts. Ja. War schon also 1. Grob, oder? Ja, würde ich schon sagen, oder? Also von mir aus, ich würde das anfangen, an und alles wegschneiden. Außer halt, oder wie auch immer. Ja, müssen wir auch nichts zu machen. Oder im Schnellfahren. Oder bei irgendeinem Schnelldurchgang, so die Hände oder irgendwas. Ich hab einen Teufel schneiden, dass das dann ein Stück ist. So. Ja. Ja. Man kann,
Wenn halt der krasse, ich meine, da waren glaube ich ein oder zwei krasse Hände dabei, gar nichts. Er krabbert nicht. Ja eben, dann lass einfach, mach das weg, ja. Meine Vierlinge. Dann fängt später an. Was für die Vierlinge? Ja, die Siebener. Ach so, genau so. Haben die aber ganz vergessen. Ach stimmt, die Vierlinge waren ja dabei, ja. Und die erste Hand war doch auch so. Wir waren denn die erste Hand auch nicht. War doch auch was, oder? 4,25. Ja, auf jeden Fall irgendwie hin, aber was? Ja, ich wollte auch nicht, aber 3. 2. Hast gewonnen. Gut komm. Boah, krasser Call. So, ich bin wieder zurück aus dem Pokerraum und sehe schon, der Eckenwitz hat alles im Blick hier im Chat. Oder auch nicht. Ich habe jetzt mit den Spielern vereinbart, wir spielen bis 12 plus minus. Das heißt, wir haben noch eigentlich 2 Orbits und dann haben wir, ich sag mal, ein aussagekräftiges Ergebnis jetzt. Nach, wie viele Hände waren es denn dann? Wir haben jetzt, glaube ich, 33, 15 sind hops gegangen, 3 im Sinn. Naja, dann haben wir so 30, 40 Hände. Für die Umstände, wie das heute alles gelaufen ist, ist es gar nicht so schlecht. Das akzeptieren wir mal, lassen wir mal so stehen. Dann endet die Session, also bis um Mitternacht spielen wir heute noch, streamen wir heute noch und dann haben wir zumindest eine Episode 1, die es würdig ist, eine Episode 1 zu sein. Von daher macht euch ein Getränk auf. Heckmann hat wahrscheinlich schon ein Getränk offen. Ich fahre mit der Kamera mal wieder hier in die richtige Position. Und dann geht's weiter. Wir waren auch nur 5, 6. 75. Okay, ja, dann war's nach unten. Ja, 12 Voll. Stunden wäre krass. Ja, Heckenwitz, kannst du mal kurz das Feedback geben? Wie ist denn Bild und Ton? Aus meiner Sicht der Dinge sieht alles eigentlich sehr gut aus jetzt im Moment. Also Bild- und Tonqualität gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie lange geht eine Runde? 2 Minuten, gell? Ja, hol dir mal ein Glas Rotwein, Heckenwitz. Finde ich gut. 2,20. Der Tisch ist zu laut im Vergleich zu mir. Okay, ja, kein Problem. Ich kann mich noch mal ein bisschen lauter machen. Mache ich mal an der Stelle. Brauchst du noch mal? Ich rede aber auch nicht so laut. Bei dem Soundcheck habe ich deutlich lauter gesprochen zum Einstellen. Weil natürlich immer die Gefahr ist, dass die Spieler mich ein bisschen hören. Da versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, gerade wenn es darum geht, bestimmte Hände anzusagen. Das ist immer so ein, wie sagt man, immer so ein bisschen Gefahrenpotenzial, dass man hier vielleicht was zu laut sagt, was man im Raum hören könnte. Aber gut, wir schauen uns die Hand mal an. Die scheint ja interessant zu sein. 4 Spieler, ordentlich was im Topf drin. 9,55 sind gesetzt, Preflop und Hitman Flop. Natürlich super hier. Top-Pair plus Flush-Draw. Gegen den hat der Leverkusen hat 4. Ja, geht eigentlich nicht. Kein Overpair. Seppel hier mit dem Call. Okay, der floatet hier. Wie man so schön sagt. Die anderen folden. Der Turn ist eine Blank. Ja, wird dem Hitman gefallen. Ich weiß nicht, ob der Hitman jetzt hier den Seppel auf den Overpair setzt oder was der Gedanke ist. Auf alle Fälle setzen wird er wieder. Und das sieht schon größer aus. Habe ich doch gerade gesagt. Six Large. Also kleine Bett im Verhältnis zum Pot. Und Seppel macht Action. Will hier eine starke Hand repräsentieren. Nochmal, was habe ich gerade gesagt? Hitman nur mit dem Call. Fast keine Chips mehr hinten dran. Ja. Weil du schon die Karten umdrehen bist und du hast nur einen Chip reingeworfen. Nee, ja. Nee, ja. Du hast 12 und er hat 6 gecallt. 12 und Call. Okay, ich schalte mal zurück. Also, die Diskussion läuft weiter. 12 und Call. Aber noch mal, ja.
bisschen. Dann hat noch 1,20 so. Dran. Ich 92. Ja, ja, also alles okay. Ja, es war kein All-In. Alles richtig, alles regulär. Nee, die schneiden wir nicht raus. Und da kommt der King am River. Oh, ist es bitter. Ist es bitter. Hitman mit dem All-In-Push und Folds. King Queen. Also brutale Hand hier von Sebel. Brutaler River hier vom Dealer. Wahnsinn. Ganz brutal, ganz brutal. Sebel wird es egal sein. Der denkt nur, her mit dem Geld. Leck o mio hier, was eine Hand. Dann geht's mal zum Holger. Da muss der Matze erstmal aufstehen. Also, eine Hand des Grauens, was der Sebel hier spielt, floatet hier, callt den Flop, min-raised den Turn, um dann am River ein Pair zu lacken. Also wirklich, eine Hand des Grauens, da kann man einfach nur versuchen, die Hand aus dem digitalen Gedächtnis des Internets zu löschen, wenn man das sieht. Dem Sebel wird es egal sein, dem Matze aber nicht. Der muss erstmal kurz austreten und ist gerade mal kurz durchatmen hier abseits vom Pokertisch. Ja, Sebel, falls du das Replay guckst, weiß ich nicht, ich werde es danach nochmal persönlich sagen, das war speziell. Nennen wir es doch einfach mal speziell. Nice Hand. Aber es bleibt einfach der Spruch, wer die Hand gewinnt, hat immer recht. Von daher auch bei dir, Sebel, soll dieser Grundsatz gelten. Wie sagt man? Nice Hand. Good Game. Sagt man aber auch, wenn es schlecht war. Von daher, wer die Hand gewinnt, hat recht. Sebel, Daumen hoch. Der arme Matze. Der arme Matze. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich trinke erstmal einen Schluck. Immerhin, das hilft mir zumindest persönlich weiter. Schlimme ist ja, ich weiß nicht, für die, die sich dieses Replay angucken, ich muss mir das alles ja nochmal beim Schneiden angucken. Das heißt, ich sehe diese ganzen Hände dann nochmal und wer da nochmal dran erinnert. Die letzte Episode war wirklich, wirklich anstrengend für mich. Heute ist es eigentlich okay. Die Hand hat so ein bisschen Flashbacks ausgelöst. Also, ja. Aber gut, da muss man durch als Poker-Creator. Content? Poker-Content-Creator? Ja, man weiß es nicht. Als Poker-Content-Creator. Ich glaube, das ist doch ein guter Ausdruck. Okay. Gut, Carlos hat jetzt den Hitman noch nicht entfernt aus dem Line-Up, deswegen ist er kurz durcheinander gekommen. Wir gucken mal, wie die Hand sich jetzt weiterspielt mit der Software. Ob das jetzt so reibungslos funktioniert, bin ich mir nicht so ganz sicher. So, 30. Hat es wieder abgefroren, Carlos? Ja. Aber innerhalb Elton eines Orbits sollte er dann schon wieder kommen. Der Elton und Stefan, dann du siehst die da oben rechts. Ist ja noch rechts. Die sich gegenseitig abseifen. Check. Ah, so. Ja. So, check. Check, check, ja. Ich meine, das Krasse ist schon, dass er halt sein Privatleben jetzt die letzten Jahre einfach komplett einfach quasi nicht. Da war nichts zu lesen, es war kein News von ihm, nichts war komplett tot. Das gibt es bei keinem eigentlich. Ja. Ne? Ja. Okay, so, jetzt habe ich nochmal ganz kurz hier Taktik-Talk mit. Warst du bei Holger? Ja. Buddy Goal gemacht und der hat jetzt nochmal nachgefasst, hat nochmal Kräfte gesammelt nach der Hand. Der hat jetzt wirklich ein bisschen gelitten. Aber das Gute am Buddy Goal ist ja, dem Buddy Goal kann man die Stimmung echt schwer vermiesen. Buddy Goal, Hitman, ich sag die ganze Buddy Goal, weil die zusammengekommen sind. Dem Hitman kann man die Stimmung schwer vermiesen. Der ist wirklich eine Frohnatur am Tisch und der zockt einfach weiter. Finde ich gut. Hat nochmal nachgefasst und
Ja, da hadert nicht mit seinem Schicksal oder nur kurz. Spielt einfach die nächste Hand und so muss es sein am Pokertisch. Also, gute Type, gut für die Runde, gut fürs Game. Weiter geht's. Good luck hier von mir an Buddy Goal. Hitman, Herrgott. Hitman, wieso sage ich Buddy Goal? Buddy Goal, warum sage ich Buddy Goal? Hitman heißt er, Matze. Herrgott. So, Fifi im Strider. Manchmal brauchen wir einfach nur eine Hand, wo man wieder gesagt. Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung. Buddy Gold und Hitman sind langjährige, jahrzehntelange Buddies, Jugendfreunde, wie auch immer. Also von daher, die sind immer gedanklich bei mir verknüpft. Und da kann es schon mal zur kleinen Verwechslung kommen. Genauso wie andere Leute mich immer Kados nennen und Kados immer Holger nennen, das kommt auch immer wieder vor. Okay, wir gucken weiter. Hand Nummer 37, vermeintlich. Wie gesagt, man muss 15 bis 20 Hände abziehen von unserem Software-Dilemma am Anfang. Ja, wie viele Hände? 8 Hände? Gucken wir mal, wie die Action hier weitergeht. Wir haben Straddle bei Fishy. Vize eröffnet die Hand mit 75. Also, drei Caller und auch Pharao hier mit Ace King im Smallblind nur mit dem Call. Sechs Spieler. Pharao. 982 mit zwei Kreuz. Ja, also ein Flop, der auf alle Fälle Action bringt. Pharao donkt hier Pot-Size fast rein. Hilfe, oh Gott. Es ist so, wie wenn die von der Leyen Kommissionspräsidentin macht. Nee, also da war sie die Vorwasserung für die Bundeswehr zuständig. Und Familienministerin war sie auch. Verteidigungsministerin. Ja, aber das war ja okay, wobei sie ja da auch nicht so viel Ahnung hatte, weil sie ja die Familienbetreuung irgendwelchen Nannies überlassen hat. Ja, Vize callt ja, Hitman auch mit dem Call. Das Krasse war, dass er immer noch inkompetenter wurde für den Job, den sie gemacht hat. Ne? Ja. Turn ist noch eine 9. Interessante Karte. Oh, gute Bet hier von Pharao. Fast Pot-Size, das All-In. Das macht es den anderen natürlich extrem schwierig. Aber auch nur, weil keiner die 9 direkt hält. Nice Move. Nice Move. Und Vize hier mit dem Fold. Also so ein schwarzer. Jetzt haben wir noch Hitman. Plus X. Die Tür der Dings ist auch noch orientalisch. Ist auch noch halbe Tüte offen. Ich hoffe, ich habe jetzt mal Glück. Call. Wie viel? 10? 90. Und Hitman mit dem Call. Gezählt nochmal, aber. Call der Verzweiflung, man weiß es nicht. Auf alle Fälle gibt er dem Pharao hier nicht viel nach dem Move. Ist auch ein bisschen untypisch für den Pharao, dass er hier so aggressiv reinpusht. Normal ein Spieler, der die kleinen Bets spielt. Von daher ist der Riecher hier vom Hitman richtig. Good luck, boys. Also good luck an die Spieler. Und die 2. Splitpot. Nee, von wegen Banane. Hitman zieht den Pot hier mit 9ern und 8ern. Also beide Spieler tut her, aber natürlich ist die 8 höher als die 2er oder das 8er. Endlich ein Pot für den Hitman. Endlich ein Pot für den Hitman, das freut mich. Nachdem er gerade so leiden musste gegen den Seppel, natürlich schade für den Pharao, der hier wirklich gute Equity hat mit Ace King. Aber für Hitman freut es mich und nice Hand auf alle Fälle. Macht er endlich mal ein Top 4. Werde ich jetzt bereuen, aber ist okay. Und die Zuschauer, die ich nicht habe. Für die zukünftige. Das ist doch Fan-Liebling oder nicht? Also macht er gut. Auf der rechten. Oh, jetzt. Das sind lieber noch am Fight, nicht auf die haben. Heiße Konferenz. Das sieht ja gut aus, ey. Ja, die Runde nimmt jetzt nochmal so ein bisschen Fahrt auf, nach einer Stunde Leerlauf. Finde ich aber ganz gut für uns. Dann haben wir noch ein bisschen was jetzt hier hinten raus zum Kommentieren und zum Bewundern, zum Bestaunen.
bis 12 wird gestreamt und aufgezeichnet. Dann haben wir auf alle Fälle noch so 10 bis 20 Hände, die wir hier noch angucken können. Finde ich gut. Weiter geht's. Jetzt hat er ein anderes T-Shirt an. Raufs. Oh. Falsche Taste gedrückt. Also wenn es das gibt als Merch, kaufe ich dieses Assi-Trikot von Karte. Sonst hätten sie es nicht gebracht. Wobei es oben halt breite Schultern hat. Nicht so schön, wie du es als anderes Karte. Sehr egal, Spaghetti-Träger. Passt da. Hasler? Passt da, Trikot. Ah, na los. Ein Limp ist jetzt. Und wieder Ace King. Diese Starthand. Der Dealer legt langsam auch wieder zu. Das heißt, wir haben bessere Starthände und bessere Starthände sorgen auch für bessere Pötte oder bessere Action am Tisch. Da muss ich ja mit allem füllen, was ich kriege. Brauchst du einen Moment für dich? Nee. Bei dem Oberbett. 30 sind für mich ganz frei. Nee. Ja, aber. Alle folden und Kevin zieht Preflop hier den Topf. Gönn's mir. Ah ja, ja, alle folden. Okay, und jetzt hat Pharao den Pot zugesprochen bekommen. Also muss ich auch nochmal hier Reminder für mich selbst. Handnummer, was war das? 37? Keine Ahnung. Auf alle Fälle Reminder für mich selbst. Checken, was der Kados da falsch gedrückt hat. Der Pot ging an Pharao, aber Kevin hat eigentlich den Pot gewonnen. Da hat der Kados bestimmt wieder hier was falsch gedrückt. Der Pot würde falsch zugewiesen. Tipptopp. So viel zum Thema. Neues Getränk, neues Weizen für den Dealer. Da haben wir es doch wieder, ne? Trinken am Arbeitsplatz. Immer schon schlecht gewesen. Aber kann man natürlich keinem verweigern am Pokertisch, vor allem am Samstagabend um 11 Uhr. Wer da ein kühles Bier trinken will, ist natürlich herzlich willkommen und gern gesehen. Auch der Dealer, dem kann man es nicht verwehren. Naja, weiter geht's. Da wird wieder lieber reingelimpt. Ah, gut. Wenn es die Spielweise geht, werden wir auch noch hinsetzen. Race. Ja, Min-Race, oder was? In the dark one. So, das Board kommt runter hier. König 10-2, Rainbow. Der Einzige, der hier irgendwas trifft, ist hier der Hitman. Fishy connected hier mit dem Gutshot und dem Backdoor Flushdraw. Gucken wir mal, was bei Fishys Glück heute rauskommt. Die Karo 4. Einfach so. Sieht nach einer Blank aus. Tippt dann weiter am Gaspedal. 1,75. Bald kein Lackritz. So. Wir starten es mal an. 12 für Schluss. Morgen. Morgen, Mari. Morgen. Kurz nach 12. Lackritz. Und Fishy folded. Das gibt's doch gar nicht. Frühstück. Nein. Ach so, nachts. Mein Schnulluhr. Ja, also Hitman gewinnt den nächsten Pot. Das wird ihm gut tun. Das wird ihm Selbstvertrauen geben hier. Nice Hand hier von Hitman. So spielt man Poker. Also, sei ihm gegönnt. Der hat leiden müssen. Nicht nur heute, sondern auch die letzten Sessions, die wir gespielt haben. Wir waren letztens bei ihm zu Hause zum Kellerpokern und da musste er auch ziemlich abschenken. Dann ist auch mal gut, wenn du mal irgendwie so einen Break hast nach so einem Downswing, sagt man ja im Poker. Also wenn du wirklich mal so einen Negativlauf hast, einfach mal so einen harten Cut und dann gewinnst du mal eine große Hand und ab dann geht's normal weiter. Das ist einfach gut für die Psyche. Die Pokerpsyche ist ja auch wichtig und unterschätzt. Die muss ja auch im Gleichgewicht sein mit dem. Dann hat er so schöne Gegner wie. Und was dann eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Mit dem Fluss der Energie, sage ich jetzt einfach mal, als alter Ayurveda-Anhänger. Das Krasse ist halt immer, wenn er einen Oberpair hat am Flop. Okay, weiter geht's. Hand Nummer 40, vermeintlich. Danach machen wir Stats Break.
Ich gehe nochmal ganz kurz rein und aktiviere den Lautsprecher, dass der Carlos das sieht. Bin gleich wieder da. Jetzt. So. Was ist das Ganze? Straddle und Core. Der Nachbarn ist nochmal Fastbreak und. Aufgesteckt. Und privat. Oh, ich bin Die Hand ist vorhin mit Karao zugeordnet worden, wo du gewonnen hast, wo alle gefotet haben. Aha! Das wird stark. Oh, egal, nach der Hand ist ja. Software sagt eigentlich, du hast gewonnen, guck. Ja, gibt's keinen Gas. Wahrscheinlich, Was? Das ist der Stefan Raab. Immer noch. Steffi Graf, ja. Ja. Das ist natürlich schon verwunderlich, warum dass er zum Beispiel nie zum Beispiel Sex macht. Oder gegen Steffi Graf zum Beispiel. So ein Tennis-Duell. So, ja. Ass, Ass. Aber ich glaube, aber das nachher auch. Ich glaube, da ist er nochmal mehr unterlegen als beim gegen eine Frau zu boxen. Okay, gut, ich habe es kurz geklärt. Nach der Hand machen wir unsere Stats-Pause und dann aktualisieren wir mal das Geschehen. Dann ist jeder wieder auf dem Stand und weiß, was hier passiert ist und wie die Spieler denn so dastehen in der Session. Ich bin selber so ein bisschen gespannt. Vorteil, einfach nur ein Mann zu sein, glaube ich, kleiner als ein Boxer. Ne? Eben, wie du sagst, das schon. Was ja eben oft gerade beim Boxen halt mit der Reichweite ist. Das kannst du einiges mit ausgleichen. Aber Tennis brauchst du nie was sagen. Und los geht's. Also hier sind die Standings nach 29 Händen, die wir gespielt haben. Fischi führt das Leaderboard an mit 70 plus, 7 Stacks plus. Dann kommt Sebbe mit 4,5 Lagen im Plus. Nach der Hand gegen Matze ist er wieder ganz weit vorne. Patigol noch 2 Lagen im Plus nach seinem starken Beginn. Ging eigentlich nicht mehr viel. Der bewegt sich einfach so einfach seitwärts gerade auf dem Graphen. Kevin hat sich jetzt wieder ein bisschen in die Pluszone gespielt. Der Rest der Spieler in der roten Zone. Pharao in den Miesen, Mülltor, Hitman und Vize 4,5 Lagen in den Miesen. Beim Vize ging es aber auch schon mal weiter runter. Hat sich wieder ein bisschen hochgespielt. VPIP, Pharao, spektakuläre 86%. VPIP, freiwillig investiertes Geld vor dem Flop. Hitman auch sehr aktiv, der Einzige, der kontrolliert spielt, ist Kevin. Ja, Fischi noch, kann man sagen, unter 40% für so eine Live-Runde ist kontrolliert. PFR, wie oft wird denn Preflop geraced? Hier ist Mötor einsam an der Spitze mit 31%, also heute auch nicht nur augenscheinlich, sondern auch hier schwarz auf weiß. Der aggressivste Spieler bisher, Hitman und Fischi, Preflop, so gut wie gar keine Action, der Rest im normalen Bereich. Winrate, hier sehen wir Kevin und Sebel, die haben, wenn sie in der Hand spielen, eine gute Winrate. Und Fietz und Hitman, bei denen läuft es einfach nicht so hervorragend. Also, weiter geht's, nächste Hand. Schnauze halten, steht da jetzt. Ja, als Maul und Deal. Vierfach Straddle, Carlos. Action. So. Jetzt kam gerade noch eine Frage vom Carlos rein, also von unserem Dealer. Die habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wenn ich heute mal dann. Heute kannst du es. Heute kannst du es. Kollege. Okay. Gut. Dafür. Muss ich sagen, die nächste Hand lässt sich gut an. Wir haben ein Einfach-Straddle, ein Doppel-Straddle, ein Dreifach-Straddle und einen Vierfach-Straddle hier von Kevin. Mit 20 Big Blinds, wir spielen ja 5 und 10 Cent. Und Kevin straddelt hier Too Large, 20 Big Blinds. Fischi, der alte Schneiger, obwohl er hier mit Abstand der Big Stack ist und maximal im Plus ist in der Session, ist hier nicht in der Lage, den nächsten Straddle auszupacken. Hier waren 2,7 ist okay. 2,7 ist schon okay. 2,7 will ich auch nehmen. 2 Bucks, please. 3,8, 2,7, 2,9, sowas wäre geil. 6,20. Okay. Ja, ja, porca miseria. Der Inter Mailand.
Und die Hand könnte Potenzial haben. Batigol hier mit dem Open Race auf die 6,20. Ja, finde ich eine gute Größe. Dreifach und ein bisschen Kleingemüse dazu. Kevin wird jetzt überlegen. Wird natürlich schon den Batigol jetzt eher auf eine Title Range setzen. Zum einen, die Blinds sind ja effektiv 1-2. Batigol ein tighter Spieler. Das heißt, seine Opening Range wird dann schon auch sehr, sehr tight sein. Ganz klar mittlere und hohe Pockets und ebenso Premiums wie Ace King. Ace King's Queens. Also ich glaube nicht, dass der Kevin hier mit Ace Jack völlig steil gehen wird und Preflop versucht, die Lage reinzubringen, was gegen andere Spieler sicher der Fall wäre. Ich sehe hier beim Kevin eigentlich maximal einen Call. Wir gucken mal. Noch Family heute daheim. Übernachtung, Gäste sind wieder da. Immer was los. Couchsurfing. Filme gucken. Ich will auch was filmen. Arad hat seinen Comeback verkündet, heißt nächste Woche geht es los. Ja, kann sogar sein, dass der Kevin hier foldet. TV total, was? Das wäre crazy. Aber kann ich mir sogar vorstellen. Ja, die Mimik und Gestik von Kevin deutet darauf hin. Also der teilt meinen Gedanken wahrscheinlich. PokerStars oder wie ist es damals? Ich glaube, da muss die Software aber noch ein bisschen. Wie hieß das damals? Poker? Poker Night oder so? Ja, da macht's auch. Er macht's auch. Nice Hand, nice Read, Kevin. Macht er gut. Wieder hast du ihn besser. Auch kannst du ihn nochmal angucken. Handnummer bin ich besser. Ja, also nice hier vom Kevin, macht er gut, guter Read. Hat wahrscheinlich einen ähnlichen Gedanken hier wie ich gehabt, dass ein Spieler wie Buttigol in so einer Situation eher dazu neigt zu limpen. Wenn er hier raced, ist er wirklich stark und mit dem Stack, den er Kevin behind hat, sind er dann 24. Effektiv bei 6 Rays nicht mehr so viel. Hatte hier wahrscheinlich wenig Optionen zu spielen. Klar kann natürlich callen und einen Flop angucken. Ja, aber er ist da halt oft hinten eben. Er sagt es gerade selber, bei so Händen wie Ass 10 macht der Buttigol das mit Ass 10, Ass 9. Nee, macht er nicht. Sind dann eher mittlere, hohe Pocketpaare und eben absolute Premiums. Also gut analysiert, Kevin. Daumen hoch. Vielleicht sollte man so ein Award machen. Analyse des Tages. Hand of the Day. Man weiß es nicht. Irgend sowas. Das war auf alle Fälle ganz weit vorne, obwohl gar keine Action war. Einfach nur Bet und Fold. Von daher, Kevin, nice Hand. Hast du gut gemacht. Außer du gewinnst jetzt. Dann hier, dann bleibst du. Oh. Okay, in der nächsten Hand haben wir dafür fünf Spieler. Die gucken sich das Board an. Dame 9, 6 mit 2 Kreuz. Ja, da ist nicht wirklich viel dabei für die Leute. Yes. Hitman versucht hier einfach mal den Pot zu kaufen. Ob das Erfolg hat, weiß ich auch nicht. Würde schon noch mal zwei Bullets hier auspacken müssen. Vize ist ein zäher Gegner. Ja, das sieht schon gut aus. Die Wette 3,50 und das war jetzt der richtige Move zur richtigen Zeit. Also das Selbstvertrauen ist zurück. Ich habe es vorhin gesagt, wenn du nach so einem Downswing oder nach so einer Talfahrt hier oder nach so Bad Beats, wie der Hitman hier durchleben, durchleiden musste,
mal wieder ein Pot ziehst, dann tankst du auch wieder Selbstvertrauen und dann packst du auch mal wieder so zwei, drei Plays aus und dann funktioniert auch so eine Hand. Einfach mal mit Ass hoch hier zweimal setzen und den Pot einfach kaufen. Also nice Hand hier vom Hitman. So, Spielball. Finde ich gut. Und er hat es auch verdient. Und muss man ihn auch mal loben hier. Wenn ich da irgendwie in der Hand bin, ist schon weg. Ja. Hitman ist einfach ein aktiver Spieler und dementsprechend öfters mal im Plus und öfters mal im Minus. Dass der so eine Nullrunde oder Nullabend hinlegt, ist eher selten. So, wir gucken uns Hand Nummer 43 an. Und da sind aber alle Asse unterwegs. Und einer hat sogar zwei auf der Hand. Der Fall. Und auch die anderen Hände sehen vielversprechend aus. Wir schauen mal. 75. Okay. Ich will es nicht übertreiben. Guter Einstieg. Ah, da gibt es auch schon gleich hier ein bisschen Ansage zu der Bet zum Race. Ich kenne Kevin da. Der Kevin interpretiert es schon als Aufforderung hier zu re-raisen. Kommt auch direkt die 3-Bet. Ich glaube nochmal einen Kaffee. Das war jetzt wahnsinnig. Seit der Hand, die hat ihn gebrochen. Mhm. Ja, alles falsch gemacht. So, Sebel spielt hier mit. Der bleibt dabei. Und jetzt bin ich gespannt, was Pharao macht. Der Zettel abgemolten. Ja. Weil Wahnsinn, das ist ja selber auch gewollt. Nee, du musst 4 auf. 4. Nee, geht. Nee, nee, 4 geht. 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 4 Das heißt, 75 auf 220, die Differenz hätte er erhöhen müssen. Muss hier nicht verdoppeln. Ist natürlich jetzt sehr klein und gibt den anderen beiden die Chance hier zu callen. Die kriegen jetzt super Odds. Kevin muss hier 1,80 nachlegen für 8,45 und findet den Fold. Kevin! War nicht der Plan. Seppel weiß ich nicht. Also Seppel hat eigentlich die bessere Drawing Hand von den beiden, also von Kevin und ihm. Ach was, die sehen da nicht Folden für 1,80. Das ist schon ein absoluter Sparpreis. Die Hand spielt sich eigentlich sehr gut post-Flop. Ah, und der Flop ist natürlich gigantisch. Natürlich super. Seppel weiß natürlich nicht, dass alle Asse draußen sind, aber trotzdem muss er davon ausgehen, dass er hier natürlich einen guten Live-Draw hat. 85. Und spielt direkt an. Call. 5,8. 5,8 ist die Bet. Und schneller Call von Pharao. Hä? Hey, das stimmt doch. Ja, das glaube ich, hat stimmt. Mhm. Du hast, glaube ich. Ja, 85. Ja, du hast doch. Ah, und Ben gesehen. Sorry. Alles gut. Habe ich noch nicht gesehen. Dachte, es wäre. Wer denn weiß, hätte ich genommen. Stillschweigen. Ja, die 3 ist eine absolute Blank. Und das ist ein richtig interessanter Move hier. Cool. Aber. Der scheint überhaupt nicht zu beeindrucken. Pharao mit dem schnellen Call hier. Aces. Okay. Schlechte Nachrichten hier für Sebel. Ja, gar nichts. Fetter Pot, fetter Top, fetter Move. Also je später der Abend, desto größer die Pötte. Lecco mio, beste, beste. Wie der Sebel immer sagt, König 10 ist beste, beste. Ein Mann? Ich will 2, aber... 3 bedeutet, wenn ein oder 1 geht. So, die Spieler verhandeln jetzt noch. Wird einmal gedealt, wird zweimal gedealt. 87,70 im Pott bei 15. 870 Big Blinds.
Du verteilst ein bisschen. Für die Fans. Für die Fans. Okay, komm, du bist ja also, ganz starke Hand. Alle Asse sind draußen, das heißt, nur die 9 hilft hier dem Sebbel. Wir schauen mal, was kommt. Erster Run, die 5. Aces halten. So, buchen an Pharao. Ich habe es dann, als du nochmal geraced hast, habe ich gewusst, dass du das sehr stark hast. Zweiter Run, wieder die 5. Also beide Runs gehen an Pharao. Nice Hand, fetter Pot, fetter Pot. Er hat ein paar übernommen mit ab. Lego Mio. Ja, yeah. Schade. Pharao gewinnt hier. Na, Melke. So, muss ich gleich mal hier Nice Hand raushauen. Okay, ich glaube jetzt war das aber nicht der höchste Pot der Session. Ich glaube, das war tatsächlich Fischi gegen Mülltor, weil die stackmäßig enger beieinander waren. Da wird immer bei uns der größere Stack als All-In gewertet und dann ist der Pot effektiv höher, weil der Sebbel hatte ja 20 mehr als der Pharao. Trotzdem fetter Pot, wahrscheinlich war der effektiv 650 Blinds groß oder was. Wir werden es gleich sehen an Pharaos Stack, wenn die Hand zu Ende ist. Nice Hand hier auf alle Fälle. Aces halten gegen den Open Ender. Gut, alle Ace waren draußen. Nochmal dazu, Kevin hier, guter Read hier an Pharao, auf Pharao, dass der wirklich bombenstark war, Preflop, foldet einfach, für Sebel ist die Hand bei der Dynamik schwer foldbar, guter Move. So, ich bin jetzt aber dran gerade, ich muss kurz rein, ich werde gerufen, bis gleich. So, Kleins, Fahrkarten. Zwei Ass kann man nicht werfen, deswegen hätte ich mehr als Rollen gemacht. Ich bin nicht für die zwei Ass. Big Punch. Ja, ich muss mal nichts drücken. Den Drücker nicht reiben, ja. Dann trinke ich kurz. Was habt ihr denn gedrückt? Nix. Wieso was? Heckmann hat was gepostet. Der Heckmann, der was? Der Heckmann hat was. Der Heckmann wollte was gespendet. Der Heckmann hat uns gehackt. Der muss hier auch anwerfen. Der Heckermann. Dieser Heckenwitz. Was willst du machen? Was hast du, wieso bist du reingekommen? Die Monitor gehen. Ging nicht, oder was? Okay. Nee, der war an die ganze Zeit. Doch, der war an. Ja, der ist aber ja, an. Der, war der, war der ist auch aus. Ja. Wie viel? 40. Nee. So, und der ist ausgegangen. Ich war zu langsam, dass ich ihn wieder anzumachen. Okay. Und dann. Whisky raus an den Tischball. Heckenwitz. Danke. Servus, Heckenwitz. Hi, Hecken, Pfeifenwix. Der ist gerade hier hinter mir. Weißender Heckenwitz. Ist er da? Da ist er, da oben. Servus, Heckmann, Pfeifenwix. So, 40. Aus mit dir. Aus, du Sau. Hab die Kerle. Jetzt. Jetzt melde ich es mal in der Arbeit. Jetzt. 40 sind schon mal drin. Holger, hast du eigentlich gerade eine Sekunde? Oder? Vorsicht, ich habe kein Moderator. Bist du gerade in Moderationsstreich? Ich muss moderieren, ja. Wieso? Ich muss Pipi. Und zwar fleißig. Kaka. Groß. Freut es. Check. Unter dem Tisch ist der Pipi-Kaka-See. Denk einfach an das alles. Jetzt habe ich extra nichts geraced, damit du vielleicht noch mitkommst. Nee. Dann nur 75 abgefahren. Die Maschine war an. Extra angestellt. Oh, jetzt ist es vorbei, glaube ich. Jetzt, so wie es aussieht, ist jetzt gerade vorbei. 1,25, das Spektakel hat dein Ende. Ah, Mann, ey, dieser Kartenlauf. Das ist unfassbar. Vielen
heute gar nichts, Jörg? Doch. Ah. Dann war das erste Bier von heute Abend, oder? Nein, schon zwei. Ah. Die. Hä? So ist es. Also, so da. Ja, auch echt selten, ey. Boah. Kurz, ich muss schon geliehen. Also, das ist eh nur noch Call oder Fold. Acht. Oder sechs. Geht's rein? Ah, nee. Fischi. Wow. Ist der Fischi jetzt? Nee, oder? Gefacht. Hast du geraced auf acht? Ja. Call. Fischi Pinkeln, super. Nee. Echt, also, das, obwohl du es angekündigt hast? Ja. Als Dealer. Und natürlich Call. Ui. Boah, ist du Katzhauer. Was für ein Ding? Katzenroller, irgendwas. Katzenroller, ja. Die Flasche haben wir gar nicht so viele gesehen, oder? Ja, leck mich am Arsch. Ist okay. Es ist okay. Kurze trifft mal, ne? Ja, da nochmal ein zweites. Das ist ein Flasch. Das ist selten. Ich wollte eigentlich noch was klonen, dann bist du fast. Alles klar bei euch, oder? Ist dann alles so tilt? Ja. Tilt nicht. Alle am Steam. Ich. Komm, komm, Holger, mach was Gutes. Komm, Carlos, war schon gut jetzt. Fischi ist zufrieden, du bist zufrieden. Nee, oder? Matze ist wieder happy. Ja, langsam, das ist ja besser. Das geht aufwärts, geht aufwärts. Ich muss das aufholen von meinem Steak, wenn es auf Video ruckelt. Ja, es gibt aber es liegt, liegt am Glotterdal. Nee, ja. Ja, definitiv. Ja, Glotterdal. Das Funkloch. Glotterdal, Glasfaser. Modem, Geschwindigkeit. Mhm. 56K Modem, 50K, ja. So, das machen wir bestimmt auch, wenn wir. Ja. Folds. Schade. Ich wollte da. Nicht da. Ja. Ja. Also ein bisschen laggy hier, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Insgesamt 50. Komm, alle mal, meine Söhne. Ja. Cool. Drei Spieler. Er hat irgendwie immer noch diese komische Bissleiste, ne, im Mund. Mhm. Nee, das ist doch sein Gebiss, der hat doch immer so einen krassen. Ja, aber die hat er wahrscheinlich nach Vivasion mal rund erneuern lassen oder so. Ich weiß nicht. Wie alt ist der? 57, hast du erzählt. Ja. So viele Vize. Nee. Fast. Oh, 1% Batterie. Oh. 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 Schnell call. Schnell call. Wird die Hand doch durchkriegen. Hä? Was ist denn sein? Akku kaputt oder was? Ja. Ich hab das extra auf Energiesparmodus, aber volle Helligkeit hier. Wahrscheinlich der falsche Move. Hm. Check. War's auf 100? Mhm. Vorher. Check ich aber. Ach, was dafür? Da müsst ihr was machen können. Ich hab gar nichts gemacht. Da. 3-6. Eine 6 hätte ich bekommen können. Nein, das ist die Straße. Ja. Gegen dich ist heute leicht. Ja, merke ich. Normalerweise hast du immer was. Ja. Ja. Heute gar nicht. Heute gar nicht. Der Fehler war, dass ich Kaffee gezeigt habe. Achso, meinst du wirklich? Zeig ich dir, dass ich alles gekriegt habe.
kann. Ist beim Bier noch Kevin oder ist das abstehen? Ich mag das eigentlich, wenn es so ein bisschen was. Temperatur hat. Temperatur auch. Zimmertemperatur. Ja, das war nie heiße Weiß zu getrunken. Dann ist es süffig. Ich rechne, ich habe, glaube ich, Kevin noch nie Weiß zu trinken gesehen. Ich trinke. Doch, mal so. Drei, vier Weiß. Das erste Mal. So, jetzt war nichts gut und kam. Morgens. Ist jetzt wieder da, morgens auch, ja. Ja, jetzt. Da, wo wir letztes Mal haben, um 9 morgens, habe ich auch Weiß getrunken. Naja, mit Weißwürsch. Kann ich es auch wieder runterkommen? Leider keine gehabt, das war sehr schade. Ja. Jetzt war ich war ja vor kurzem in München auf der Filiale. Ah, da ist so normal. Dann ja, abends wieder war schön Weizen. Nicht mittags schon. Nee, der Kollege war, Kolleg war auch mal ich hab, bei einer Firma und dann mittags in der Kantine. Echt? Erstmal jeder Bierle getrunken. Auf 4 Hände. Und danach also bis 50. Okay, genau, dann machen wir jetzt noch. Was kann ich, wer war der erste Button? Matze, glaube ich. Matze. Nach dem Reset, ja. Also, Matze noch. Der Button spielt noch von Matze. Hm? Nee, spielt er nicht. Ich spiel nicht also, mehr. Spielt nicht mehr. Viel Button spielt und Matze ist die letzte Hand vom Stream. Matze ist dann quasi. Glücksbär noch. Glücksbär noch, oder? Und ich habe so eine Kiste mit verschiedenen Bieren bekommen. Kannst du ruhig probieren, wenn das. Was weg ist, ist weg. Das. Nee, in München habe ich nichts Mittag gegessen und meistens war nichts gefrühstückt, aber ich habe abends dann immer zwei Essen bestellt. Geil. Oh, warst du im Wiener Wald? Nee, da war ich nicht. Oh, so schön. Aber ich bin demnächst wieder in München. Und, ich weiß nicht, wie der heißt. Haxenpeter oder so heißt der, glaube ich, tatsächlich. Da war ich dann essen. Okay. Da gab es halt Haxen, klar. Aber gut, okay. Klar, mega. Ja. Super da. Also alle, ich war, egal wo ich jetzt war, war es immer gutes Essen. Reyes. Hier war auch immer bayerisch essen eigentlich dann auch wirklich. Ja, so Mangold, oder? Mama. Nix. Einmal war ich jetzt Vietnamese. Okay. Habe ich vorher halt ohne Ansage. Bewertung angeschaut. Ist durch. Sorry. Ist durch. Als Grace. Ja, ja. Wo ich Bewertung halt so ein bisschen angeguckt habe, okay. Weil ich Bock auf hier nächste Stadt. War auch sehr gut. Hat nichts genutzt. Ich hab's ihm angesehen. Aber das meiste war halt so bayerisch. Also beim Haxen. Also aber was ich war nur beim Matze, ich starb in Bayern. Da hat sich letztes Mal. Da war das. Mega. Ja. Ja, was ich kapiert hat, der war das. Höhle halt auch und so was geil. Geil. Ja, also richtig gut. Gute Soße. Ach, der. Aber Wienerwald finde ich drin, ja, man machen, ne? Der Geist, Sebastian. Ja, Hähnchen, ist mega geil. Der hat zwar auch reinkommen, aber ja, du bleibst kann nicht so scharf sein. Gleich mal die Regelkunde vorlesen. Die machen den Wurstzeug. Wurstzeug habe ich am ersten Abend gegessen. Die machen den so, also ich bin endlich wieder da. Mikrofon ist entmutet. War ein bisschen aufwendig. Ich musste kurz Tablet laden. Ich musste Kados vertreten und die letzte Runde definieren. Also wir spielen noch, ich glaube, 4 oder 5 Hände. Vize ist der letzte Button und dann gibt es die große Endabrechnung. Ich habe mir noch mal ein Kaltgetränk geholt aus dem Hause. Gander, Handgelenk verdrehen. Ja, so passt. Jetzt schauen wir uns einfach die letzten Hände an. Zusammen in Ruhe. Hier im Livestream und auf YouTube. Let's go. Guck mal, ob noch was geht. Ein paar große Pötte hatten wir ja heute. Ein paar Riesenpötte, ein paar gigantische Pötte. Also da ging schon einiges. Man kann, glaube ich, nicht meckern. Für die Umstände, die heute waren, haben wir das Optimum rausgeholt. Und haben vor allem unseren wichtigsten Zuschauer Heckenwitz gut unterhalten. So, ich schenke mal meinen Ganterweizen ein, während wir hier ein großes Race von Kevin am Button sehen. Große Dreibett. Ja, ich scheiße auf die Kohle. Ja, nur die Kohle vom Seppel. Ja, Kevin hat das Signal verstanden. Die letzten Hände, da muss noch was gehen und dementsprechend haut er hier raus. Beste. Oder er sieht einfach halt, dass der Pharao hier weak ist und er setzen muss. 1,30. Okay. Was ist das denn Logik? Welche Logik ist das?
Es kommt gleich nach 13, ich hab's verstanden. Wie verwehe ich den Kevin hinterher? Mitgehen, mitgehen, tu ich mal. Danke. So ein ängstlicher Call. Ich weiß nicht. Kevin hier mit dem Call? Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll. Ja? Und jetzt mache ich nochmal 1,80. Oh, jetzt zieht er an. Ja. Zutzelst mich aber aus. Mhm. Weißt du, weiß ich. Jetzt haben wir eine kleine Wette. 1,80. Genau, was ich hab da. Alter, gleich geht's Käpple weg. Oh. Kevin hat auch Eherstube auf der Hand, oder? Ja, ja, aber, ja ich wollte es eigentlich sagen. Ich hab's ja, aber hast nicht getraut. Ja, und die 5 am River. Guck oh, mal. Die schwarzen Gäste. Das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Nochmal und jetzt kommen die 3,10 Preflop von Kevin wieder auf den Tisch. Also Pharao. Setzt hier mit seiner schwachen Hand, aber ich glaube, er weiß schon, dass er hier vorne ist, dass der Kevin nichts entgegenzusetzen hat. Ist dem Pharao, glaube ich, schon sehr bewusst hier. Und Kevin weiß auch, dass er hier gar nichts schlägt. Auch nicht mit Ass hoch. Könnt ihr euch noch an die ersten zwei Pokerabende erinnern mit dem neuen Spieltuch? Wo wir immer gedacht haben, dass das rote Chips sind und wir alles so gemacht haben. Ja, ich habe auch gedealt. Es ging echt so zwei, drei Abende. Das, geblickt hast, dass das keine Chips sind. Also das war für den Dealer am Anfang echt... Ja, Ray sehe ich hier auch nicht. Kevin könnte natürlich jetzt hier ein großes Race auspacken, aber das heißt, bei der Dynamik ist die Chance allerdings recht groß, dass der Pharao hier zu einem Call tendiert. Die beiden kennen sich ja auch privat, beruflich. Von daher ist da schon eine gewisse Konkurrenz zwischen den beiden vorhanden. Kevin packt hier aber den Race aus. Und das hier extra. Und keinen kleinen. Die kompletten Flächen. 11, 20 ist die Größe. Interessante Bet. Und ich sage heute oft interessant. Aber die Bet ist wirklich interessant. Gutes Play hier. Stellt hier Pharao vor die Entscheidung. Also das. Okay, Kollege. Will dich dein Gegner verwirren? Und halt auch, weil sie will dich dein Gegner verwirren. Welche Hand ist das? Den 42. Es wird nicht mehr eingeladen. 47, ja? Steht es da irgendwie? Sorry, was? 47, ja. Nur damit ich danach schaue. Was er noch hinten dran hat? Nee, welche Hand ist es? Achso, 47, ja. Da könnte ich dir auch. Muss nicht so lange warten. Brauchst du noch eine Minute, oder? Ja. Ja. Lass dir Zeit. Also Pharao hier wirklich vor der Entscheidung. Fortgezogen nehmen, oder? Das ist ein schön. Oder willst du den Rest? Ja, war mal okay. Ja. 20. Das war ich wieder ein Jorling. Das mit dem König. Ja. Aber genau dann F20. Gute Size, oder? Ja. Guck, kannst du noch 6 mehr machen? 6. 85. Dann sind es. Geht aus. Okay. Muss 8 noch. 8, 10 zum Call. Ja, interessanter Table Talk hier zwischen den beiden. Und Fouls! Fold von Pharao! Jetzt Kevin, zeig die Hand. Oh! Stark, wunderbar, nicht rein. Er zeigt sie! Nice Hand, nice Bluff. Ace High for the win.
Ich hab ja, gut gespielt, sagt er. Also. Stark hier von Kevin. Pharao foldet. Kevin hat den richtigen Riecher und bringt Pharao zum Folden. Cool. Der Glatzkopf. Okay. Ja, also Kevin hat den richtigen Riecher. Preflop called hier Pharao nur und dann auch die kleinen Bets hier. Auch die kleinen Bets sind wirklich verräterisch. Da hat der Kevin den richtigen Riecher. Riecher hätte ich fast gesagt im Poker-Denglisch. Macht er gut, der Kevin. Und natürlich auch die Dynamik hier von den beiden, die kennen sich schon lange und auch beruflich, die spielt natürlich auch mit rein bei so einer Situation. Interessante Dynamik. Interessante Hand. Jetzt habe ich aber genug interessant gesagt. Oder oft genug interessant gesagt. Gucken wir uns lieber die nächste Hand an. Die ist bestimmt auch von Interesse. Also, weiter geht's. Ich habe dann gemerkt, so heute laber ich mich wieder echt um Kopf und Kragen. Also, heute ist, glaube ich, rekordverdächtig. Season 3, ich gebe alles auch am Mikrofon. Ne? Möchte ich auch gerade nochmal hier kurz zum Besten geben. Weiter geht's, die letzten Hände. Fischi am Button, Mütter, Buddy Goal. Und dann haben wir Vize als letzten Button der Episode. Ich muss mich heute öfters mal räuspern, bitte das zu entschuldigen, aber diese asiatischen frittierten, gerösteten Saubohnen vom Kevin haben mir heute wirklich zugesetzt, in Kombination mit diesem Bubble Tea. Nicht einfach hier, auch für mich als Moderator am Mikrofon, die Kontenance zu bewahren. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, weil ich habe jetzt dich nicht auf die Straße gesetzt. Einer. Mütter setzt hier am Turn auf das geturnte Top Pair. Kriegt hier einen Call von Fischi mit dem Gutshot. Ich hab gedacht, wenn er keiner hat, das war 8-9 mal Straße. Und natürlich kommt sowohl der Gutshot als auch der Flush Draw an. Fischi heute mit dem Wahnsinnslauf und Insta die Augenbrauen. Fischi die Braue, anders kann man es nicht sagen. Fischi Schockstarre hatten wir heute schon ein paar Mal. Interviews und so Zeug. Was war da für ein Da ist der Fischi, wenn er die Nuts hält, immer gefangen. Und symbolisiert einfach die pure Stärke. Gucken wir mal, was der Mütter draus macht mit seinem Top-Pair. 2,25. Bet-Size ist eigentlich nicht so groß. Kann man eigentlich noch einen Call finden hier? Auf der anderen Seite, was soll er noch schlagen? Hat hier nur die 8 als Kicker, also alle 2-Pairs mit Ass, alle 2-Pairs ja, mit King, 7-6, 6-5, 7-5 kommen an. Der Flush kommt an, mögliche Straßen mit 8-9 kommen an. Was soll er hier noch schlagen? Von daher sehe ich hier eigentlich einen klaren Fold. Suboptimal. Einzige Hände sind Ass 3, Ass 4. Ass 2. Aber dass die am River nochmal setzen, ist ja mega unwahrscheinlich, wenn Flaschenstraßen ankommen. Also einfach klarer Fold hier am River. Aber ich sehe den schon, wie er sich hier in den Call reinlevelt. Der Kopf hängt schon so Richtung Tisch, also da hat er sich selber reingelevelt. Selbsterfüllende Prophezeiung bei Mütter. Er wollte einfach die schlechte Nachricht haben und er leidet. Eieiei, ich sag's euch, Leute. Also manchmal als Pokermoderator oder als jemand, der das jetzt wirklich schon lange begleitet, sieht man das einfach, wie die Leute sich einfach in diese Calls reinreden und dann wirklich auch das Schrecken sehen wollen und die Nachricht bekommen wollen, dass sie geschlagen sind. Ja, da zahlen die für, sie zahlen einfach für das Leid, sie zahlen nicht für das positive Erlebnis, sie wollen das negative Erlebnis. Mütter, wenn du das Replay guckst, einfach folden.
Einfach Fulden. Vize sagt immer, passen die geheime Waffe. Und ich sage immer, Fulden kostet nichts. Ganz einfach. Trick vom Profi. Alles klar? 95 plus. Heckenwitz kennt das aus persönlicher Erfahrung. Ja. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Man muss einfach nur gedanklich diesen Schritt machen. Dann geht es sicher weiter. Wir bleiben beim Spiel und bringen es mit Anstand zu Ende. Ich versuche es zumindest, auch wenn ich mich wirklich heute ein bisschen zurückhalten muss. Platz 8 ist schon mal gut. Immerhin, trotz der technischen Probleme, ist die Stimmung einfach sehr gut. Sowohl am Tisch als auch bei mir als Moderator. 84,8%. Von daher bin ich zufrieden mit dem Verlauf der Episode. Du hast nur einmal gespielt, glaube ich. Minus 31. Ja, da hat es dann keine Hände und dann hat es, was meldet er da? Glaube ich, einmal Ass-Junge gegen Ass-König. Meine liest dann nicht so. Das ist das richtige Mal. Jetzt. Habe ich mal. Meine ist im Saal. Ja, du bist dran, ja. Ah, sehr gut, Kollege. Sehr gut, freue ich mich. Jetzt bin ich wieder da. Mhm. Gut, auf dem Sack kommt der Pharao. Gut. Aus dem Sack kommt der Pharao. Aus dem Sack kommt der Pharao. Könnte ein Lied sein. Wait. So, Vize erhöht hier nach einer Reihe von Callern auf 1,25. Ja, kann man auch ein bisschen höher raisen. Die Caller hier ein bisschen bestrafen. Aber 1,25 wird hier von drei Spielern aufgerufen. Haben wir noch ein paar Hände zusammengedrückt, oder? König Junge 8 kommt das Board runter. Zwei Kreuz. Interessant. Jetzt habe ich schon wieder interessant gesagt. Perfekt. Interessant ist eigentlich hauptsächlich, dass der Junge hier zwei Spieler pairt und Seppel hier zwei Kreuz hält. Also von daher für jeden was dabei. Ah, Seppel von vorne, in gewohnter Manier. Nee, Quatsch, Vize von vorne. Seppel mit dem Call. Ich hab ein paar Hände. Na, die 4 ist eine absolute Blank. Lila war so. Lala. Ja, schon Vize okay. Nur mit dem Check Lala. Hier. Hat schon. So, ein Check ist für den Seppel eigentlich immer so grüne Ampel normal, dass er hier auch nochmal setzt, aber macht er nicht. Er checkt behind und guckt sich hier den River an. River ist ein King. Und das ist eine gute Karte für den Vize eigentlich. Muss nur mal gucken, wie lange es die Konsolen schon gibt. Wenn du guckst, macht den König beim Gegner unwahrscheinlich. 84. Krass, ey. Ja. Und dementsprechend callt der Vize hier schnell, also, ohne mit der Wimper zu zucken. Und good news für Vize. Vize zieht ja auch mal einen Pott. Wird ihm gut tun, wird ihn beruhigen und auch sicherlich für den Rest des Abends oder der weiteren Session nach dem Stream nochmal ein bisschen Aufschub verleihen. Vize hat bisher nicht so viel reißen können. Der Abend lief nicht ganz so gut für ihn, von daher. Nice Hand, Vize, sei dir gegönnt. Ja, Heckenwitz schreibt, risky bet. Muss man eigentlich schon dann auch setzen. Ich hätte eher den Turn noch gesetzt eigentlich, nachdem der Vize dahin gecheckt hat. Hätte ich eher Turn und River gesetzt, dann hätte der Vize gefoldet. Das könnte gefährlich sein. Ja, so, könnte gefährlich werden. Herr Kemitz, du weißt, was ich meine. Aber, Okay, vorletzte Hand. Ja, ich bin die Hand vorbei, oder? Nee, sollte am besten ein bisschen zögern, hä? Ja, ja, schon, aber wenn er halt da steht, zum Beispiel, wenn jetzt einer nicht zeigt und aber einer Zuschauer schreibt halt, wie jetzt denken wir jetzt, ah, krass, Ass-König durchgepresst oder sowas, ohne Treffer, dann ist halt blöde, weil es halt so ist. Siehst du das? Aber. Deshalb können Sie ja nur in der Drehrunde. Wenn du das auf der Drehrunde bin, können Sie was schreiben. Also, ich muss reden. Du kannst auf der anderen Seite. Ich bin ready. Sorry.
Aber also Mini-Race passt. Mini-Race auf 50. Oder du musst einen Filter setzen, sie können kein König, Dame, Ass, kein 2 und nichts reinschreiben. Das können machen, genau. So, jetzt das geht. Ja, du musst halt alle Kombis. Also Ass, König, König, Ass. Ausgeschrieben. Nein, nein, ein Race. Ich strattle nie mehr. Hab ich gesagt? Ja. Ich strattle nie mehr. Warum nicht? Weil es so ist. Weil er selber nicht gebracht hat, was er... Dann wird der Kevin nie wieder zwei Ausfälle heute Abend. Und das Ruben wegschmeißen. Das. Die Hand war aber gut voll von mir, muss ich sagen. Wieso machst du das gehabt? Wasser am Steck oder König? Also hat er gesagt, er hat nichts gesagt. Er hat gesagt, ich bin besser wie Ass. Ja. Oder Ass König oder so. Er hat gesagt, Ass Dame. Eins. Dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. Ja, aber Ass Dame ist halt besser halt. Aber meine, auch ein Fünferpferd ist besser wie Ass König. So, das Board, 7 hoch. 4-2. Ich werde mit 2 Herz. Mal anschauen, wie immer alles. Dann noch mal zwei Kandidaten, Pharao und den Mütter hier. Sebbelt hier mit 5-3 dabei. Mach mir da jetzt schon viel Mühe mit den Timestamps. Oh, die Folden, 4-2 war auch noch dabei. Nee, was war die Hand? 4-3. Aber für der 3-5 da oben in der Folded. Interessant. Das Race scheint einzuschüchtern. Und Möter geht den steinigen Weg und spielt gegen Pharao Race. Ob das der richtige Weg ist. Pharao sicher ein Spieler, der ungern foldet. Da muss schon einiges zusammenkommen. Gucken wir, ob der Möter hier bereit ist, weiter zu spielen, zu agieren. Nee, check behind. Der Turn ist 9 in Karo. River ist 9 in Karo. Verändert nichts. Und jetzt... Donkt Pharao hier. Too large. Und jetzt hat plötzlich Möter die Entscheidung. Und er foldet. Also interessant, wenn zwei Spieler die gleiche Hand haben. So, Holger, Vize am Button, letzte Hand. Wenn es also so laufen kann. Ich habe das zum ersten Mal gesagt, ich hatte das schon mal im Türkei-Urlaub, wo ich immer war. Hatte ich das schon mal? Letztes Stream. Und, so, jetzt muss ich dem Kevin noch kurz schreiben, dass die letzte Hand ist. Ich mache einen Blink Re-Race. Ach, ein Blink Re-Race. Blink-Race? Ist ja noch doofer wie als. Ja, ja, aber nicht ein Race. Macht gar nichts. Solange die Karte nicht da war, macht gar nichts. Und ich habe du kannst auch machen, dass die Karten da sind und dann strennen, ohne anzugucken vor. Also das geht auch. Okay, die letzte Hand im Stream. Schauen wir nochmal, ob richtig was geht. So, V. Das ist 75. Okay. Die letzte Hand. Pharao eröffnet hier. Aber wir haben einige Hände, die mitspielen werden. Das ist schon eine Overbet hier. Das ist richtig gefährlich. Oh, cool. Viele Kundschaft. Sehr gut. Kommt alle zu Papa. Gut. Dann müllt ihr euch in der Hand. Gut. Oi, oi, oi. Oh. Alles gut. Jetzt büxt er und danach bitte einmal alle ihre Chips nochmal zählen. Anweisung vom Holger aus der Regie. Das hat er mir geschrieben. Okay, Sebel floppt hier überragend. Mikro, was? Pharao mit dem Open Ender und Open Pair. Overpair, Fischi, ja, 8-9, Möter, König Junge, natürlich nicht so gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chips. 8 Stück. 8 Hiefi. Wer ist da? 8 Stück. Ach du? Oh! 1, 10. 1, 10. 1, 10. Korn. Ja, Pharao wird auf alle Fälle dabei bleiben, ist ja klar. Eine 2 wäre jetzt halt wirklich die absolute Money Card hier für Sebel. Wir schauen mal.
Wir schauen mal. Kommt die Karte? Kommt sie nicht? Jetzt kommt sie. Ah, die 4, das Board perzt sich. Okay, das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Auf der anderen Seite, der Gegner hat nicht geraced. Von daher gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit für den Seppel hier weiter zu setzen. Und das macht er auch. 3,80. Ja, gute Größe. Bet on call. Und da kommt die 7. Crazy Karte am River. Große Bette hier von Seppel. Ein Pharao bläst die Backen auf. Nur mit dem Call und Split Pot. Natürlich ganz bitter jetzt hier für Seppel, dass der dass der River hier die 7 bringt und Pharao quasi auch zur Straße auffüllt. Eieiei, was für eine Hand. Das hätte nochmal einen richtig großen Pot für Seppel geben können. Aber der Dealer wollte es schiedlich-friedlich beenden und dealt hier den Split-Pot aus zum Schluss. Schiedlich-friedlich. Everybody loves a Chop-Pot. Sagt man doch im Pokern, oder? Ja, schlechte Position. Ja, der Heckenwitz schreibt im Chat, hätte, Pharao hätte auch gewinnen können. Ja klar, gewinnen hätte er können, aber unwahrscheinlich. Hätte die 4 oder die 6 kommen müssen, aber da waren ja nicht so viele unterwegs. So oder so, das war die letzte Hand des Streams. Wir spielen jetzt noch ein Glückspair. Glückspair 10 Big Blinds von jedem Preflop gesetzt. Danach wird offen runtergespielt. Der Gewinner kriegt den ganzen Pot. Danach machen wir die Endabrechnung mit den Stats der ersten Episode und mein Schlussfazit. Und dann sind wir durch für heute. So ist der Plan. Also, Kevin bucht jeden Spieler ein mit 10 Big Blinds und dann wird offen runtergespielt. Die Spieler werden auch gleich nochmal einen Chipcount machen, dass wir wirklich einen akkuraten Chipcount haben. Soll das Endergebnis auch stimmen. Ich bin überhaupt froh, dass wir ein Endergebnis haben. Komme ich aber gleich nochmal im Fazit dazu. Dann schauen wir mal, wer das Glückspair gewinnt. Ist ja immer so eine kleine Lotterie und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz witzig und ja, 6-10, eigentlich auch ganz gut. Wir schauen mal. 6-10, da ist er doch. Kein Pick. Ja, Kevin hier mit der starken Hand. 10-6 Offsuit. Ah, Pharao, Junge 5 off. 10-7 off sehe ich da. Junge 7 off. 5-8 off. Oh, wow, alles dabei. Von jedem alles dabei. Ein Kessel buntes. Ein Querschnitt durch den. Durch den Poker-Handchart. Kann man sagen. So, Sport bringt's. Dame 4-3 mit 2 Kreuz. Ja, keine Dame draußen, aber 2 Kreuz hier. Bei Hitman. Trotzdem Treffer. Ah ja, okay. 50% gegen 7 Spieler. Das musst du erstmal haben am Flop. Das hat auch keiner. Jetzt? 5 oder Kreuz? 10 hat er eine bessere. 34%. Ja, Fischi hier mit der 4, dem einzigen Treffer. Der 6 hilft. Kreuz. Alle spekulieren. Was hilft denn? Und der River ist? Nein. Die 7 in Kreuz. Hitman zieht den Flush am River. Nice Hand hier. Glücksbär geht an Hitman. Und der hat's auch verdient, Leute. Der hat's auch verdient.
Was willst du sagen? Hitman hat halt wirklich gelitten. Am Anfang, als das Stream lief, hat er Quads gefloppt, hat performt, gemacht, getan und dann die Software abgekackt. Wir mussten neu starten, alles neu machen und danach ging es nur noch aber wirklich bergab für Hitman. Jetzt hat er ein bisschen zurückgewonnen, sei ihm gegönnt. Nice Hand, Hitman. Okay, also das war die letzte Hand unserer Session. Ich fahre die Kamera mal hier ein bisschen näher ran. Muss gerade mal kurz einen Schluck abtrinken, bevor ich zu meinem Schlussresümee, zu meinem Fazit aushole. Heckenwitz schreibt, Riesen-Comeback von Hitman. Wir werden es gleich sehen, wenn wir die Stats angucken. Auf alle Fälle gibt es jetzt einen Chip-Count. Das heißt, die Spieler werden jetzt ihre Chips zählen. Sobald das eingebucht ist, kriege ich hier hoffentlich das Signal. Und dann gibt es die große Endabrechnung. Ich würde sagen, wir machen uns gerade mal ein bisschen Musik auf die Ohren und dann ist das Ganze auch ein bisschen erträglicher. Der Vize sucht den Öffner. Den habe ich nicht. Vize? Okay. Also, wir machen uns mal ein bisschen Musik auf die Ohren. Und dann läuft das Ganze doch ein bisschen leichter von der Hand, nachdem der Vize hier gewesen ist. Okay. Ja. Was gibt es zu sagen zur heutigen Session? Es gibt einiges zu sagen. Grundsätzlich haben wir einiges technisch umgestellt. Ich war damit zugange, hier einen neuen PC aufzubauen, neues Setup aufzubauen, dass wir hier eine bessere technische Ausstattung haben, dass die Grafik sich verbessert, dass die Stabilität vom Stream sich verbessert. Und es ist heute auch gelungen, finde ich. Ich glaube, insgesamt sieht heute alles ein bisschen knackiger, ein bisschen zeitgemäßer aus. Streamqualität, Bildqualität, Tonqualität war heute klar nochmal ein Schritt nach vorne. Gute Folge soweit. Unser Programmierer hat auch einiges in den Ring geworfen, hat wirklich hier ein paar Stunden reingeklotzt, reingehauen in die Tasten, hat uns neue Features eingebaut in die Software. Leider war ein kleiner Bug drin, dass Einspieler immer nicht in der Action enthalten war und die Stacks um Einspieler weitergewandert sind. Das kommt vor beim Programmieren bei solchen Programmen, bei solchen Softwareprojekten, die ein bisschen aufwendiger sind. Von daher hatten wir jetzt heute leider Probleme, konnten es nicht in dem Umfang testen. Aber coole Aktion auf alle Fälle von Matthias, dass er uns noch schnell eine alte Version zur Verfügung gestellt hat, dass wir den Stream noch retten konnten. Ich denke, wenn die Softwareumstellung geklappt hätte, wäre das heute nochmal richtig geil geworden. Dann wären wir heute ganz weit vorne gewesen, so von letzter Season zu dieser Season. So haben wir einfach einen guten Stream gehabt. Bild- und Tonquali haben mir gefallen, haben Spaß gemacht. Pokerspiel muss man ja auch ein bisschen bewerten, was heute gegangen ist. War heute auf alle Fälle anders als die letzte Pokerfolge von der Staffel 2. Da hat es nochmal völlig eskaliert. Je nachdem hat es der eine oder andere von euch gesehen. Ich werde hier gerade nochmal kurz abgefilmt mit einer Kamerafahrt von Kevin. Der filmt mich hier von allen Seiten. Hat aber so ein bisschen unruhiges Händchen. Der muss es so ein bisschen lockerer machen. So langsamer und lockerer mit Schwung. Naja, er übt noch ein bisschen. Okay. Also Season 2 haben wir zu Ende gebracht. Das war ein turbulentes Ende. Umso interessanter war es, dass die Season 3 mit Episode 1 quasi ein bisschen Oldschool-Style gestartet hat. Wir hatten teilweise kontrolliertes Poker, teilweise loses Poker. Da war einfach alles dabei. War ein gesunder Querschnitt aus der Pokerbandbreite. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Bei anderen Abenden war es anstrengender, Poker anzugucken und zu moderieren, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht heute. Wir warten jetzt auf alle Fälle noch auf den Chip-Count. Für all die, die sich fragen, warum der Fischi mich fragt, ob das ein Lob vom Holger war. Ich habe jetzt allgemein den Abend gelobt, nicht allgemeine oder einzelne Plays von einzelnen Personen, die vielleicht günstige Flops getroffen haben. Soweit will ich gar nicht gehen irgendwie in so einer Session. Okay. Ich habe jetzt die. Jetzt gibt es gerade kurz eine Info hier vom Dealer. Ja. Ach so, okay, gut. Also, das war jetzt so kurzer Umriss zu der Episode. Der Dealer gibt mir gerade das Go. Wir schauen uns die finalen Fazits an. Ich lade die Seite neu und
Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Bereit. Bereit? Ja? Okay, also alle sind bereit. Wir schauen uns die Stats an. Endabrechnung. Los geht's. Also, es bleibt dabei. Fischi, ganz groß im Plus. 7 Lagen vorne. Hat massiv plus. Moment. Ja, wenn du 98 Stack hast, dann hast du 70 plus. Achso, das ist okay. Also, nochmal ganz kurz erklärt hier auch für unsere Nicht-Stream-Techniker. Fischi hat 70 plus, 7 Lagen plus. Man sieht einen krassen Peak auf alle Fälle beim Fischi. Die Hand gegen den Mütter hat ihn brutal nach vorne geboostet und danach ging eigentlich gar nicht mehr so viel. Hat er so ein bisschen das ausklingen lassen, aber sei ihm auch gegönnt. Wer so viel Plus hat, der kann auch auf der Welle des Erfolgs einfach mal reiten. Sehr gut. Nice Hand, Fischi. Nice Abend. Batigol, bei dem hat es extrem stark begonnen. Der hat wirklich starke Hände gehabt am Anfang. Sein Full House Kings war stark und auch der ist auf der Welle geritten. Die Welle war natürlich ein bisschen kleiner als beim Fischi, aber wer im Plus ist, der hat es verdient und von daher alles gut. Kevin schließt ab mit 13,5 in der grünen Gewinnzone. Hat am Ende nochmal eine schöne Hand gegen Pharao gespielt. Die hat ihm nochmal deutlich in die Pluszone getrieben. Ansonsten wäre er plus minus null gewesen. Hat nicht so viele gute Hände gehabt, aber war bemüht. Selektive Spots, die hat er gespielt. Seppel heute eigentlich mein heimlicher Favorit. Der war still und heimlich. Wenn er gespielt hat, hat er gute Plays ausgepackt. Ab und zu ist er so ein bisschen gegen die Wand gelaufen, aber er hat im Vergleich zu den anderen wirklich einiges probiert und wenn, war er immer im richtigen Moment. Was man im Seppel wieder absprechen kann, war natürlich die Hand gegen den Hitman, die war halt brutal. Aber er hat es versucht und wer es versucht, wird auch mal belohnt und dementsprechend schließt er hier im Plus ab. Hitman 1,5 Lagen im Minus. Nach dem Run ist es eigentlich beachtlich, sich so wieder zurückzukämpfen. Also hat er gut gemacht. Bravo, Applaus, jawohl. Spontaner Applaus. Pharao hier mit 1,5 Lagen im Minus. Der war heute sehr bemüht, wie immer, so kennen wir ihn. Heute lief es nicht ganz so gut für ihn, deswegen schließt er leicht den Minus ab. Aber er hat wieder extrem viel gespielt, werden wir gleich nochmal sehen. Vize und Mötor, leider beide 4 Lagen im Minus. Bei denen haben die Ergebnisse heute einfach nicht gepasst. Bemüht waren sie auf alle Fälle. Bemüht, den Boxkampf zu sehen auf der einen Seite. Bemüht, das Pokerspiel voranzutreiben auf der anderen. Das Ergebnis hat nur nicht gestimmt. Aber ist nur ein Abend und der ist nicht repräsentativ. So, weiter geht's. Der VPIP. VPIP, wie viel Geld oder wie oft bringen Spieler Geld freiwillig in den Pot ein? Preflop. Pharao, 90% der Hände investiert er freiwillig Geld. Also der spielt, versucht so gut wie jede Hand Preflop zu spielen. Seppel auch aktiv, Hitman aktiv, 60% ist auch schon ordentlich für ein Live-Cash-Game. Und wir sehen Fischi und Kevin, die heute wirklich kontrolliert gespielt haben. Man kann auch sagen, ich hatte schlechte Hände. Man kann auch sagen, ich habe kontrolliert gespielt. Die anderen spielen ja, da brauche ich nicht spielen. So kann man es auch sagen. Also, der Rest im Durchschnitt, 40-50% ist so normal bei Live-Cash-Games. Schauen wir uns den PFR an. Wer hat Preflop geraced? Am häufigsten geraced? Und das ist eine Überraschung. Pharao, der größte Aggressor Preflop, ja, hat oft geraced, auch wenn es nur Minraced war, hat am meisten Aggression gezeigt. Danach kommen Möte und Kevin, die augenscheinlich die aggressivsten Spieler waren durch ihre hohe 3-Bet-Quote. Wer am wenigsten geraced hat, und das war auch klar ersichtlich, waren Fischi und Hitman. Die waren Preflop wirklich zurückhaltend, haben sich da vielleicht ein bisschen von der Action beeindrucken lassen, lieber mal gecallt, hatten auch nicht die wirklich absoluten Premium-Startkasten-Karten, um hier Preflop zu dreibetten. Winrate, auch interessante Statistik, wie oft gewinnen Spieler Hände, in denen sie involviert sind. Wenig überraschend höre ich es hinter mir schallen, behauptet ein Spieler, er wäre an der ersten Stelle. Es ist der Kevin, er sagt, wenig überraschend ist er Nummer 1 mit 35,7% Winrate.
Ja, wir lassen das einfach mal so stehen. Ja. Fischi, auch mit einer hohen Winrate, der hat aber heute auch einfach Hände getroffen. Beispiel 5-7, da waren wirklich viele Hände dabei. Vize, heute nicht von der Glücksfee verwöhnt, der ist leider am Ende des Tableaus und die Winrate spiegelt sich wieder in den Winnings. Sieht man auch mal interessant im Vergleich zu Möter, der hier mit über 20% abschließt, aber Möter hat einfach die größeren Pötte verloren. So. Und damit würde ich sagen, schließen wir hier jetzt die Session ab. Hier nochmal kurz die Standings für euch. Fischi gewinnt den Abend. 3 Episode 1. Starke Performance. Sagen die einen. Starkes Luck, starkes Kartenglück, sagen die anderen. Wer es entscheiden will, weiß ich nicht. Ich will es nicht entscheiden. Ich kommentiere das Ganze nur. Da sehen wir auf alle Fälle Kevin und Fischi hier, die schon mal ein bisschen Taktik-Talk machen. Ja, genau, die machen Taktik-Talk. Der Rest der Spieler ist hier auch versammelt und hört sich mein Gefasel an. Trotz der widrigen Umstände hoffe ich, dass wir eine gute Episode 1 hatten. Ich muss viel schneiden, fällt mir jetzt spontan ein bei der Episode. Aber es hat funktioniert und das ist die Hauptsache. Mehr will ich gar nicht. Kevin, willst du noch irgendwas sagen? Ja, natürlich. Wie immer habe ich noch was zu sagen. In dem Fall vielen Dank, dass du die Geduld nicht verloren hast. Auch Carlos hat heute sehr gut gedealt. Das wollte ich noch sagen. Und natürlich auch ein großes Dank an Matthias, obwohl ich den ja nicht wirklich kenne, dass er da spontan uns noch eine ältere Version zur Verfügung gestellt hat. Auch vielen Dank an mich, weil ich hatte ja auch die Idee dazu, diese ältere Version. Okay, danke Kevin für diese Schlussworte. Schönen Abend, gute Nacht. Schlaf gut. Das Replay gibt's morgen, übermorgen, wann auch immer. Ich habe jetzt Urlaub 2 Wochen. Ciao! Yay! Jetzt gibt's Applaus für meinen Urlaub. Ja. Ciao! Table Sound an und los geht's. Ab dafür. Oh, Möter hat sich was vorgenommen. Geht hier all in? Von vorne? Halben Pot oder Dreiviertel Pot? Und Kevin hat jetzt tatsächlich eine Entscheidung hier gegen Möter. Interessant, interessant. Ja, Achter gibt er ihm hier. Ja, das wäre so eine Hand, die wird der Möter auch so spielen. Oh. Fold von Kevin. Und Mütter zeigt den Bluff. Nice Hand. Nein! Kannst du kurz die letzte. Oh, was ist denn das für ein Flop? Check. Der ist ja gar nicht so schlecht hier für den Hitman. Oh, sogar Überpot. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich das Hand gar nicht beenden kann. Weil Call. Ist der Holger noch die Person, Und da kommt der Call. Mit Ass hoch. Nice Hand. Keine Chance hier gegen Quartz. Aber keine Chance hier. Nice Hand hier von Hitman. Nice Hand. Vor allen Dingen gecheckt, na klar. Was denn sonst? Genau, was sonst? Ja, alle eingelesen, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Wo ist der Dealer? Ja, auf Toilette. Was? Komm, ich geh mal. Wo ist der Dealer? Spät abends. Wo ist der Dealer? Die Chance genutzt. Kleinere Bett hier von Pharao. Cool. Buddy Goal mit dem einzigen Move. Welches Sinn macht? Ich ärgere, dass ich 8-4 regle. All in und Insta-Call hier von Pharao. Und Bad News. Bad News für Pharao. Das ist echter Schmerz. Buddy Goal hier mit dem Full House am River. Nice Hand, Buddy Goal. Gibt so eine kleine Kategorie, die nennt sich das Getränk des Tages. Und auch diesmal ist es wieder soweit. Kevin hat mich bedacht mit einem neuen Getränk. Wenn er Kevin moderiert, kriegt er ja von mir ein Getränk. Und diesmal bin ich der Glückliche.
habe von Kevin dieses wunderbare Getränk hier bekommen und bin schon ganz gespannt, wie das schmecken wird. Taro Flavor Bubble Milk Tea Drink. Taiwan Classic. Ich glaube, das wird jetzt eine ganz furchtbare Erfahrung für mich. Aber ich mache das jetzt schon mal auf und dann trinke ich danach vielleicht mal einen Schluck davon. Genau. Ich gehe mal kurz rein, nimm vorher aber noch einen Schluck von diesem Getränk. Hab's ja immerhin aufgemacht und Kevin hat es mir extra mitgebracht. Immer einer muss halt raus. Das ist doch dein Segler, wenn schon racistisch. Ich nehme die Zehen zurück und hol dir. Genau. Erstmal abwarten. Pharao ist dran. Wie schmeckt denn das? Das schmeckt so ein bisschen wie so eine Kirmeswaffel. Ja, wenn es halt jetzt gar nicht weiter funktioniert, dann muss man es halt abbrechen. Oh, das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Wir machen es so. Spaß. Ja. So, mit heißer Nadel gestrickt, unser Programmierer Matthias, bester Mann. Gruß geht raus, vielen Dank. Keine Ahnung, ob er zuguckt. Ist wahrscheinlich Schweiß ausgebrochen. Alte Version aufgespielt, alle Stacks eingegeben, jetzt sollte es stimmen. Los geht's, Poker. Eieiei, ich sag's euch, was ein Stress. Okay, muss ich mich erstmal bedanken hier bei Matthias.